So, jetzt haben wir jetzt erstmal einen Burger. Sachsen, Leo. Du Schwein! Jetzt machen wir jetzt aber erst einen Burger. Mal gucken. In der Zeit lassen wir gucken, ob der Stream kollabiert oder nicht. So eine Sauerei. So eine Sauerei. Let's get this party started. Du Schwein! Hallöchen! Hallöchen, ich muss aber erst noch zu essen machen nach dem ganzen Ärger. Ja, mach du in Ruhe, ich bin noch in einer Mission hier. Ja, ja. Ganz entspannt. Der Lachs fault auch irgendwo rum, glaube ich, auf einem Planeten. Haben wir den gestern irgendwo vergessen? Ich glaube, den haben wir irgendwie. Ich glaube, einmal haben wir den haben wir irgendwo liegen lassen, du, ne? Ja. Mahlzeit, meine Scheißerchen. Mahlzeit. Kann man nicht mal in Ruhe hier liegen, da ist der Dicke schon wieder einen belästigen. Was ist das denn für ein komisches gelbes Ding da oben im Himmel? Ist so hell. Ich arbeite ich nach Tagen vom Regen auf einmal eine Sonne. Wie? Wie du hast Sonne bei dir? Ich sag da, dieses komische, da ist so ein komisches, seltsames, helles Ding am Himmel. Oh, wie schön. Ich hab hier nur dunkel, neblig alles hier. Was ist denn unser Dickerchen? Der macht sich gerade einen Burger. Oh, der ist nur am Fressen. Der fress. Hätte mal
Hätte der da bloß zum Geburtstag nicht den Grill gekriegt. Aber auch ziemlich ruhig. Heute. Was? Der Bubble. Ja, ich habe noch nichts von ihm gehört. Halt. Discord. Oder Geburtstag hat er. Oh, der hatte Geburtstag? Oh. Gar nicht mitgeguckt. Ich gucke so selten auf Discord. Ich schreibe noch guten Morgen rein und wenn ich live bin, dann nicht. Ich sag halt 3,5 Stunden live da kommen sitzen, das ist nichts. Ich heute meine Blutwerte wieder bekommen, die neuen. Und? Ja, es wird wieder schlechter. Die Tumormarker schießen wieder nach oben. Oh oh. Es war klar, dass das irgendwann kommt. Dass irgendwann die kleine Chemo und die Tabletten nicht mehr reichen. Aus dem Grund habe ich mir eigentlich die große Schere. Hörst noch den Lachsi in den alten Sack? Ah, Gott, da ist er. Ja, das ist. Da ist das verfressene, dicke Etwas, ja. Maul, ich muss erst noch mal die Pfanne heiß machen, hallo? Wie Pfanne? Ist der Grill kaputt oder was? Nee, ich mach mehr. Das mach ich alles in der Pfanne. Mach noch Ei dabei und Zwiebeln und was weiß ich was. Mach ich alles in der Pfanne. Hast du das sonst auch nicht nachgefragt und hast den Grill genommen? Ja, aber ich hab jetzt keinen Bock, den Grill nachher sauber zu machen. Pfanne ist einfacher. Der macht mehr Arbeit als die Pfanne, ja klar. Okay, Pfanne weiß ich. Gerade Pfanne sauber machen, Mülleimer auf, Pfanne rein, Mülleimer zu, Pfanne nicht, sauber. Oh, Scheiß ist so, der Grill, der ist so voll blöd sauber zu machen. Der Pfanne, da wische ich einmal mit dem Zehner durch nachher und dann ist gut. Einfach Zeit, dass du wieder Damen besucht hast. Jetzt was den Namen wieder vergessen hat, ist der. Achso, und Hundi. Alter, mit dem Schwul ist der. Ja, bleib liegen, Mistwürde. Bleib liegen. Umsonst eben geputzt. Wer will denn Host machen? Alle oder was mit seiner Bambusleitung oder so? Ich weiß es nicht. Gerade hier noch. Also, so, ich denk ja nur voraus. Mhm. Obwohl, wenn ich nichts freigeben kann an Screenshots, dann taugt das schon gar nichts. Weil ich überhaupt in der Party kann. Das ist schon. Ich wollte gerade sagen, überlass das Denken den Pferden, die haben einen größeren Kopf. Aber Moment, du bist ja das Lachswert, also wenn du dich denken kannst. Das hat unsere Lateinlehrerin gesagt. Überlass es den Gäulen, die haben einen größeren Kopf. Der Kopf ist klein, der Schwanz ist größer. Ey, wie soll das denn hier alles gehen? Ob das so ist, das so. Ist doch. Jetzt müssen wir doch mal die Pflegerin fragen, wenn das nächste Mal den kleinen Prinz weg. Ob die nochmal kommt, keine Ahnung. Aber was hast du mit ihr gemacht? Zusammengefaltet, weil die blöde Kuh die Sicherung rausgeballert hat. Ach, ey.
Das bringt mir nichts. Die sollen wieder hochkommen, Mann. Ja, bring die doch nicht da um. Ja, genau, das ist das. Das ist doch hier echt Beschiss hier. Ja, super, ey. Wegen einem Vieh und die... Oh, komm. So werde ich das noch nie schaffen, diese blöden Missionen hier, die... Ah, nee. Toll, wieder fehlgeschlagen. Mit diesem Schlüssel da, diese extra Mission da. Keine Ahnung. Ein Ding hätte gefehlt und jetzt wieder fehlgeschlagen. Ach, das Maul, oh Drecksack. Ich drehe so viel Wasser da unten rein, wie ich will. Schmeiß ich nach dem Feuerlöcher da rein. So. Wie viel brauche ich denn? Oh, noch fast 100. Sind da oben irgendwo lang. Da ist schon mal ein kleiner Campingkoffer, den ich im alten Boot hatte. Ja, da macht er schon so ein Hickhack und Party und alles und frisst sich erst noch tot. Also. Ja, Ralle und das Alter, das ist so. Ist nicht mehr der Jüngste. Scheiße von gestern. So ist dann gestern nichts fertig geworden. Achso, weil wir Bonnie gemacht haben. Ne? Ja, weil wir Bonnie gemacht haben. Richtig, richtig, richtig.
über einer Stunde und dann plötzlich und dann kann ich mir jetzt einen Kaffee machen. Oh, oh, Dritter Speicher, ich müssen wir sagen, gleich. Ich muss noch kurz zur Kapsel laufen, dann bin ich eigentlich so weit. Ja, ich bin noch am Essen. Wie, noch nicht fertig? Ne, ich halte Schlinge den noch nicht so runter. Also Mann, ist kein D-Zug, ne, man muss ihn ja auch genießen. Ne? Eben. Ein Burger genießen ist eigentlich eine Sache, die nie hinhaut. Ne? Man will ihn essen, wenn er noch schön heiß ist. Mm. Der Käse noch richtig zieht. Kommst du nicht zum Genießen, dann stopfst du eh alles in den Rachen. Jetzt sei denn, ich mach den Burger mal wieder richtig selber. Und man wurde dann so triple oder vierfach beraubt. Boah, lecker. Und schön Käse zwischen, Zwiebel zwischen. Ja, und wenn der Besuch dann Tomaten oder Salat will, ja meinetwegen, können sie sich drauf tun, ich nicht. Grünfutter dabei haben will, dann mache ich mir normalen Salat. Aber Salat gehört dazu, dann schmeckt er noch besser. Richtiger Cheeseburger. Hallo Bubsi! Patty und Käse. Ja, Patty, das ist Käse, bitte. Käse muss drauf. Und auch Doppeltelse der drauf, der muss ich richtig schön ziehen. Hm. Schmecken lassen wir alles. Einen kleinen Salat nebenbei machen. Hab mir auch gerade schön Burger gemacht mit Ei, Zwiebeln, Tomate, Gürkchen. Lecker. Nur am Futter. Nur am Futter. Egal, wann man in der Party kommt. Irgendwas hat er immer zwischen die Zähne. Schade. Ein Pilz fehlt mir. Ein Pilz. Doch, dann nehmen wir auf den Kopf. Mal ist ja. Den Nudelteig schon selber macht. Oh. So, lecker. Dankeschön. Tortellini-Auflauf auch lecker. Der Techniker von Unity Media meinte heute genau dasselbe, meinte eben genau dasselbe, was ich heute Morgen schon gesagt habe. Kann ja auch sein, dass der Typ, der die Störung verursacht hat, jetzt in Urlaub war, gestern zurückkam und zack, ist die Störung wieder da. Stimmt. Es sieht auch ganz klar in der History, das ist der Knaller, dass an dem Knotenpunkt eine Einstrahlung von 0,03% ist.
0,03% ist weit unter dem, was ein Techniker dazu veranlasst, einen Störungsauftrag auszuführen. Ja? Das heißt, die kriegen gar nicht das Okay, an dem Knotenpunkt zu arbeiten, weil 0,03% zu wenig ist. Da, von den ganzen Kunden hier, die wenigsten bis keiner streamt, kriegt auch keiner mit, dass der Upload im Arsch ist. Zu den Zeiten. Insofern meldet keiner die Störung. Die kriegen mit, wenn sie ihr Porno nicht runterladen können, weil der Download am Arsch ist. Aber wenn der Upload nicht geht, kriegen ja die wenigsten mit. Wer guckt denn schon auf seinen Download, auf seinen Upload, wenn er nicht gerade streamt? Wenn die jetzt ein Bildchen hochladen und es dauert ein bisschen länger, dann selbst dann kriegen sie es nicht mit. Insofern meldet keine Störung. Insofern hat es auch eine sehr geringe... Wenn ich einer von Tausenden hier im Viertel sich meldet und eine Störung meldet, hat er gesagt, das, was passieren kann, ist, und das haben sie bei einem anderen Streamer auch schon, du wirst gefleckt. Das heißt, wenn du eine Störung meldest, wird sie gar nicht mehr erst aufgenommen. Auch geil. Hat er gesagt, das hatten sie schon mit einem anderen Streamer. Da wirst du dann irgendwann gefleckt. Das heißt, das steht dann direkt da. Wenn dann der Zukunft der Zustimmenden, der Mitarbeiter an der Hotline rangeht, sieht er direkt, dass sein Account gefleckt ist. Geil, ne? Machen wir jetzt bei dir oder du zu mir oder zu. Ich join euch rein, dann kann ich weiter mal mit Chiefin für die Solo-Mission arbeiten. Und er hat gesagt, er hatte heute Morgen und heute Mittag. Hat er tatsächlich die Einstrahlung gesehen. Und jetzt wäre sie gut. Und jups, ging bei mir auch der Upload wieder. Ja, aber das ist ja komisch. Nur reicht das halt nicht, dass eine Störung, ein Bearbeitungsauftrag rausgegeben wird. Heute Morgen, der meinte ja zu mir, ich muss mich an die Bundesnetzagentur wenden. Und das habe ich mir eben, nochmal beschreiben lassen. Und es ist wirklich so. Er hat gesagt, wenn bei denen, wenn von Unity Media Seite aus, von Vodafone Seite aus keine Störung bearbeitet wird, dann muss man sich an die Bundesnetzagentur wenden, muss denen das beschreiben und dann kriegt im Prinzip Unity Media einen von oben auf den Deckel. Beziehungsweise Vodafone. Aber was ein Umweg, oder? Statt dass sie, hat er gesagt, ich kann ihnen nicht helfen, ich sehe es ja, dass sie hier seit über einem halben Jahr fast im Tagesrhythmus anrufen. Und hat er gesagt, der andere Streamer, da hat es ein Jahr gedauert, bis endlich, sie müssen hartnäckig bleiben. Habe ich gesagt, wie hartnäckig soll ich denn noch bleiben? Habe ich gesagt, hätte ich hier einen anderen Anbieter, wäre ich schon längst weg. Und selbst das gibt mir keine Garantie. Der Störer hängt ja weiterhin im Netz. Sprich, wechsle ich den Anbieter, ist der Störer ja immer noch im Netz drin. Kann es genauso passieren. Jetzt hast du das Schwein vergrault, Ralle. Super. Na. Keine Widerrede, Mann, weil ich das sowieso gewinne. Wo ist der Schweini hin? Den hast du rausgeworfen. Ah ja, und wir haben die Party. Ich mach die Party mal auf, ne? Nicht, dass der Hubbel dann joint, lol. Der hat heute Geburtstag, der hat da was anderes zu tun. Pornos gucken, onanieren, Bierchen trinken. Party ist wieder auf, ich hab's jetzt aufgemacht. Falls du rausfliegst, Schwangi. Ich weiß nicht, ich mache eben die Konsole an über den Controller und nichts tat sich. Also habe ich gedacht, es ist vielleicht wieder ein Update von der Konsole da gewesen. Ach, herrje, nee. Und nee, ne? Nur irgendwie spackt meine Konsole heute ein bisschen. Alles ab. Wenn die normal aus, ist kein Update rausgekommen. Boah, auf der Series X spielt sich so geil. Ich darf zwar nicht drüber reden, aber euch kann ich es ja sagen. Spielt sich voll geil da drauf. Ne, Lachs, oder? Bestätige mal. Was? Wer? Wie? Wo? Was? Der Series X? Was ist mit meinem Stream-PC? Ist das Ding fertig endlich?
In der Woche bin ich umgezogen, dann mache ich alles fertig. Super. Hast du schon Aufschwein? Dann kriegt der, ja, wir sind unterwegs. Dann kriegt der Ranger den Kleinen und dann kostet der PC. Super. Spördeschwein, Profilkarte. Warte noch, wir sind noch im Ladebildschirm. Ach, ich kann auch schon wieder in das Spiel beitreten, ja? So denn das? Ja. Schick mal Einladung. Zack, danke. Ja, direkt hinter hier. Wo ist denn die Bonita, unser kleiner spanischer Hengst? Stute, so muss man ja sagen. 6 Eier und... Ach, und Flöhe. Was die Mieze da als mit ihrem Roblox hat, du. Ist auch nicht normal. Ja. Hast du das auch mal gespielt? Vielleicht ist das ich hab das gespielt, wo... Es ist nicht schlecht. Hab das gespielt, wo ich die Achievements geholt habe, als relativ leichtes die 1000 Gamerscore zu holen. Mhm. Aber das... Danach ist es auch wieder direkt von der Festplatte geflogen. Das Host-Feature auf Dings ist auch komisch. Auf Trovo habe ich direkt eine Meldung rausgehauen. Du kannst eine Host-Liste erstellen von Channels, die du hosten willst, und dann eine Auto-Host-Liste, aber musst die dann jedes Mal ausschalten. Das heißt, ich bin nämlich heute Morgen live gegangen und trotzdem war noch der Channel da, den ich gehostet hatte. Und ich so, hä? Oh, okay. So, wo seid ihr? Keine Ahnung. Keine Ahnung, scheißegal, der Scheißdreck. Also. Ja, du läufst auf uns zu. Weil hier ist der Kopf. Da, warte mal. Weiter, okay. Gold ist immer gut. Ja, aber es sind schon wieder Gegner. Das ist ja nicht so. Watch where you're shooting, moron! Selbstgemachte Tortellini, Malis. Schon mir immer die so quasi vorgekocht sind, die trockenen Dinge. Gibt es ja so Packungen. Da kann man sich auch lecker Aufläufe mitmachen. Lasagne, Tortellini, sowas mache ich auch immer. Lasagne ist das Einzige, was ich mir wirklich fertig hole aus dem Kühlfach. Ich stehe auf die Schweineknorpel da drin. Lecker. Ich mag den fleischigen Industrieabfall. Geil. Du bist abartig, du. Da geht's aber tief. Ja. Aber ups, sehr tief runter. Selbst gekauft auf Regal. Geilo. Mal gucken, wenn wir hier lang gehen. Ich hab hier ich mach mal eine Seilrutsche runter. Ganz langsam komme ich mal mit dem Scheiß klar. Das dauert noch. Hier sind überall Flöhe. Oh. Ja, das ist aber schlecht, weil ich brauche... Ah! Wo soll ich hin? Warte mal, ich gucke mal. Den Nudelsalat ist schon wieder fast weg. Ich möchte wissen, welches verfressene Schwein das weggefuttert hat innerhalb von 2 Tagen.
Found some Nitro. Aber auf so selbst. Früher, wo ich noch im Elternhaus gewohnt habe, beziehungsweise bei den Eltern, da hatten wir italienische Nachbarn. Oh, und die hat die geilsten Cannelloni und so weiter alles selbst gemacht. Aber richtig selbst, nicht die Blätter und so weiter. Alles selbst. Das schmeckt natürlich dann super geil, ne? Och, die Lasagne, die war immer so geil bei denen. Das ist gut, dass wir jetzt gerade so über Essen sprechen, wenn ich keinen Hunger habe, ne? Und ich habe nichts mehr kriege. Der Lachs redet doch den ganzen Tag über Essen, du. Aber das kann doch nicht sein, hier gleich bin ich tot, wenn es so weitergeht. Wo kommen denn diese ganzen Viecher her? Ich weiß auch nicht. Kommst du nicht zum... Man kommt nicht zum... Überall Zucker hier, du. Furchtbar. Ich bin nicht richtig. Schon mal die Mine. Ja, ich muss mal gucken, wo ihr seid, wo ich wieder irgendwo hinkomme. Oh. Komm ich doch im Leben nicht. Ich bin unter dir. Ich bin unter dir quasi in dem Loch hier. Wo die Mude lang läuft. Just take your sweet time, old lady. I've got all day. Komm mal, Junge, das gibt's doch nicht. Bloody hell, you're hot to kill. Ich bin hier nicht mehr. Nee, du kannst doch nicht mal das Gold sammeln. Nee. Da kommt schon wieder eine Welle hier. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, den Flo abzuballern. Da ist schon wieder ein Dicker hinter uns. Ich habe gleich keine Muni mehr, wenn es so weitergeht. Wir fahren ihn, müssen wir wieder hoch. So eine blöde Idee hier runter. Na gut, hier war ein Ei. Hier unten ist gut, hier ist gut. Nee, nee, die Eier sind oben. Ja, gut. Irgendwo einen Aufzug gesehen. Aber hier kann man wenigstens Nitrat. Nitrat, meine ich. Nitrat. Mal abliefern. Und die Flöhe haben wir gleich. Fuck. Steht mir die doofe Mule im Weg. Oh, Nitra, ganz viel. Well done. Secondary objective completed. Okay. Flöhe sind fertig. Jetzt habe ich doch irgendwas gesehen. Dann müssen wir gleich mal wieder ein bisschen hoch. Wir müssen gucken, dass wir da. Ah ne, hier ist die Decke, scheiße. Wie ging das? Da ging es doch hinter. Wir brauchen aber erstmal noch Nitra, ne? Nitra. Das ist so eine Änderung. Jetzt hast du nicht mal, so hoch gemusst. Lass uns doch erstmal das Nitra sammeln. Ah, da ist ja. Ich hab's nicht runtergefallen. Weil wir haben nicht so viel. Lachs macht es schon. Lachs ist Nitra-Beauftragter. Ule, komm her. Noch ein bisschen. Wie lang war? Für einmal. Da ist der Gang, der war aber versteckt. 138. So. Gehen wir nochmal hier hoch. Donkey, komm her! Hinter dir, also rechts von dir. Hey, was ist das? Da ist ein ganz kleiner Gang, wo es reingeht. Das hat artige Vieh, ne? Ja, weg ist es.
Hilfe rufen? Oh, da sehe ich schon wieder. Weil ich hier im Nitra schwimme. Ja, ja, deswegen. So. Wenn ich von hier aus. Sind wir da, wo wir angefangen haben? Ja, der Rall ist dann hier hochgegangen. Genau, da sei der. Warte mal, da war der Gang, da war so ein kleiner Gang, der reinging. Ich bin da noch gar nicht so weit drin. Lass schon mal zurückgehen, warte mal. Von wo bin ich denn rein? Hier? Da müsste der Gang sein. Genau. Ihr geht jetzt nach grün zurück. Grün rumdrehen. Vorwärts. Stück rechts. Links. Jetzt stehst du genau davor. Ah, okay. Ich sag, ich bin auch dreimal dran vorbeigelaufen, voll mickrig. Das ist echt. Ich hol schon gerade hier eine Kapsel, ihr seid auf dem Weg beide, ne? Genau. Time to restock! Ach, guck mal, Nitra rechts von uns. Aber ich glaube, das. Ich glaube schon falsch. Wir sind. Ich dachte, hier wird es zum Ei gehen. Bin ich jetzt so getäuscht? Doch, wir müssen, ja. Nee, ich meine, bis da noch richtig, ne? Warte mal, so. Ich sehe das, Alter. So verlaufen? Das war ein extra Pickup geguckt. Was ist denn das da? Ist das doch das Ei? Nee, ist es nicht. Das ist noch ein Stückchen weiter. Da oben ist. Ja, gut, man kann den Gang zurückgehen, den engen, den wir hochgekommen sind. Und links davon geht nochmal ein Gang hoch, sehe ich gerade. Den hätten wir nehmen müssen. Ja, macht das auch. Ich warte an dem engen Gang. Da ist der Lachs. Bin auch da. So, laut Karte müssen wir hier raus. Da muss ich gucken. Genau, eins. Das ist eins unter uns. Eins unter uns. Und dann hier. Das hier, ne? Ja, genau. Oh, Nitra. Nitra und Zucker, das hab ich gelernt. Und Gold. Und Gold. Oh, Gold. Gold ist immer gut. Zucker. Direkt zum zweiten gehen. No, the flares are recharging. Oh, das ruckelt wieder wie Sau, ne? Bei mir aber. Ich wundere mich ja schon, dass ich überhaupt Party mache. Oh, jetzt geht's. I call for Molly. Keep rock
seriously need to invest in some better equipment. Ist er denn? Ist er da weiter lang gegangen? Ja. Ah ja. Okay, perfekt, ja, und dann kommen wir auch direkt zum letzten Ei. Ja, manchmal ist das so an einem Weg, ne? Mhm. Dass du da so einige Eier hast. Du darfst aber echt keinen fetten Zwerg haben, Mama. Dass du durch den engen Gang da kommst. Rolling, oh. noch nicht durch. Nee. So sind wir schön in der. Können sie nur von vorne kommen. Ja. It's me, you arsewife! Schöne Frontlinie. Granaten mitnehmen kann. Das ist krass, die haben gesagt, heute Zustellung, jetzt ist es wieder, wo ich verzögert die Zustellung erst morgen. Nee, fuck, mich verarschen. Also langsam ist es ja lächerlich komplett, oder? Direkt das Knöpfchen, warte. Wenn wir durchgebrochen haben, direkt das Knöpfchen gedrückt. Dann hau die Mole. Hast du schon mit? Das? Nee, erst durchgraben, sonst läuft die Mole den ganzen Gang zurück. Ja. Ja, weil. Muss die hin? Oder hin? Ja, die ist doch schon weg. Ist doch schon abgehauen. Hä? Hat aber noch niemand gerufen? Nee. Oh, da hinten ist noch ein Unterdrücker. Drück die Knöpfchen. Ich drücke. Ich weiß nicht, wo ich. Mein Gott, das ist Dropbot arrived. Mule is returning to LZ. Follow the Mule. Dropbot departing in T-minus 5 minutes. Ich weiß jetzt nicht, wo Ralle hingelaufen ist. Keine Ahnung. Ja, ich bin da, wo du lang bist, habe ich umgedreht. Das wäre eine Sackgasse gewesen. Einfach zurück und dann direkt. Nee. Echt? Ja. Ich bin durch. Ich bin direkt an der Kapsel gekommen. Nee. Da ging's durch. Ach, du bist unten. Du, Ach, Laxi, was machst du denn da unten? Lass mich jetzt. Lass mich zurück! There's
bin runtergefallen. Schweine, ich schieße noch ein Seilchen hin. Ich spiele nicht mit den Schmuddeldingen. Da ist doch ein Seil, Lachs. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss, weil ich nichts sehe. Wir sind genau über dir. Das nutzt mir nichts. Ich hab den ganzen Rücken. Ich guck gerade. So, ist da rechts von mir. Ah, da. Du bist richtig. Lachs. Richtig. Ja, ich sehe aber nichts. Das ist ein Problem. Ich hab ein Problem mit dunklen Gucken. Ja. Siehst du mich vor mir? Ja. Ja, und hier ist ein Seil. Ja, genau, wir sind richtig, das ist richtig gesagt, genau. Wir sind ja kein Zweck zurück hier. Da ist er ja! Auferstanden! Der Lachs! Sicher ans Ziel geführt! Ja. Oh Gott. Was stimmt mit denen? Was meinst du, wie auch ich mich schon einmal mit denen rumgeärgert habe? Ja, aber das Krasse ist, wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute. So, und dann wurde leider fehlgeleitet. Was für fehlgeleitet? Ich muss da, morgen mache ich da Theater. Ich rufe da an, ich reiß dir den Arsch auf. Ich habe das immer auf Facebook und Twitter richtig ganz laut meinen. Was meinst du, wie schnell da Antworten kamen? Es wurde zugestellt in das Auto? Und dann ist es wieder fehlgeleitet. Hä? Also, ja, gestern ins falsche Auto, heute fehlgeleitet. Echt? Das Beste, ich habe ja ein Foto von der Adresse, also ne, die Freundin hat da ein Foto gemacht von. Und da stimmt alles. Die hat alles richtig gemacht. Und ich verstehe nicht. Ist da klar, hör mal, sagen wir mal, wenn 100 Postwagen rumfahren, ist ein einziger noch DHL, der Rest sind doch alles Subs. Ja, aber ich rufe da morgen echt an, ey, das reicht jetzt. Genau, hau mal auf Schnitzel, das geht ja so nicht, du. Ja, ich sag mal so, wenn sie mal nicht schaffen, ist ja auch alles okay, aber nicht immer so eine Scheiße, als ist fehlgeleitet. Wird heute zugestellt und dann ist wieder fehlgeleitet. Ja, irgendwo kann man das doch nicht mehr ernst nehmen. Also ich bin immer für die Sache, die Wahrheit hat er nicht geschafft, okay. Dann soll er das Paket in eine Poststelle schicken und nicht da irgendwie was fehlgeleitet. Ey, so. Ich rauche mal eine. Paket konnte nicht zugestellt werden. Ein Buchstabe hat gefehlt. Das finde ich sensationell. Das werde ich nie im Leben vergessen. Ich hatte mal, einmal, als ich noch im Haus gewohnt habe, mal länger, konnte nicht zugestellt werden. Einmal, Name konnte nicht gefunden werden. Zu großes Mietshaus. Alter, da ist eine einzige Klinge, ein einziger Name. Weit und breit auf 10.000 Quadratmeter ein Haus. Das ist ja krass. Konne nicht zugestellt werden, Teilnehmer nicht zu Hause. Und ich höre, wie er beim Nachbar klingelt. Blöde Sau. das ist krass. Echt super geil. Und die klingelt dann, da habe ich noch gedacht, ne, hab extra alles aufgelassen, die Tür zum Flur und alles, dass ich es höre, hab Fernseher und so leise, dann höre ich, wie es drüben schellt. Aber manchmal hört man es halt. Und da denke ich noch, na, das wird doch nicht der Postbote sein. 5 Minuten später schellt es noch bei mir dann.
Mach ich durch, steht die Nachbarin da, ja, der Postbote hat gerade das Paket bei mir abgegeben. Konnte nicht zugestellt werden. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder die faule Drecksau? Da weißt du, manchmal, wie am Anfang von der Corona oder Weihnachten oder so, dann tun die mir echt leid, da ist die Karre so voll. Da kannst du dir eine 5 Finger abzählen. Können in den 8 oder 12 Stunden im Leben nicht zugestellt werden. Ja, dann kann man es aber auch verstehen, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, wie bei mir, ich wohne in einem 12-Parteien-Haus, wenn er dann jetzt 4, 5 Pakete hat, dass ihm dann der Schweiß auf der Stirn steht, dass er es lieber bei einem abgibt und braucht sich nicht mit allen 4, 5 rumschlagen, ja? Dann gibt es bei einem ab und die verteilt es im Haus oder wie auch immer. Ja. Aber nicht, wenn es 2 Pakete sind oder jetzt wie in dem Fall vom Bubble da, weißt du, dann sagen, da stand nicht Christoph, sondern Christopher drauf. Also, wobei der steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, mein Postbote hat gesagt, ich hatte ihn extra gefragt, das ist scheißegal, was da steht. Ob der Christopherchen oder was steht, ist völlig Latte. Wenn da steht Christoph und der Nachname ist richtig, dann wird es auch zugestellt. Kannst du zuspringen. Hör mir auf mit DHL, hatte auch ein paar Erlebnisse heute. Echt? Ey, wieso kann ich keine Lampe machen? Was ein Glück warst du bitte heim alles. Hier ist ja eine, hier liegt eine. Ja, ich wollte aber jetzt hier Licht machen. Der bleibt einfach nicht hängen. Jetzt. Was müssen wir eigentlich? 2 Mühlen bergen. Und Nüsse. Und Erdnüsse. Bei dem Level Nüsse sammeln. Ich kann nicht Spiel beitreten. Das geht irgendwie nicht. Ach so. Ich verstehe. Probier mal, ob ich einen Lachs beitreten kann. Ja. Ne, auch nicht. Das liegt am Host. Du musst ja nach der Runde startest das Spiel mal neu, dann geht's meistens. Ja. Bist du hin? What? Where? Oh, ist das heiß? Ja, ein bisschen warm, ne? So klein. Ja. Wo ist denn die Bonita? Die Bonita hat doch Urlaub heute. Elementary! Zu steil. Hatte was bestellt über Amazon, bekam die Benachrichtigung, dass es zugestellt wurde, wollte dann den Müll rausbringen und siehe da lag das Paket. Nee, oder? Auch geil. Das ist ja auch krass. Ich hab sogar auch einmal gehabt. Das ist ja mal krass. Bestellt. Und dann hat der hat noch nicht mal geklingelt, der hat das einfach draußen vor die Haustür, wo jeder das Paket nehmen kann und es hat geregnet. Da habe ich mir gedacht, gehst du mal gucken. Da stand das Paket da und ich bin so blöd, dass ich so ehrlich war. Ich habe da angerufen, ich hätte einfach sagen müssen, das Paket ist nicht gekommen und direkt neben mir einen Ersatz geschickt. Weißt du, was ich meine? Rock and Stone, Brother! Und das haben sie bei uns, haben sie das auch eine Zeit lang gemacht und das ist ein 12-Parteien-Haus. Also kannst du davon ausgehen, dass vielleicht irgendeiner es juckt in den Finger, wenn er vielleicht denkt, da ist was Wertvolles drin. Oder aber irgendjemand kriegt Besuch, drückt die Tür auf und dann steht es im Flur oder vor der Tür. Und irgendeiner, ach guck mal, geil, Amazon-Paket nehme ich doch gerade mit. Und das ist wie oft bei uns passiert. Deswegen ist es eigentlich eine Frechheit, dass sie das mal einfach so vor die Haustür oder in den Hausflur stellen. Das finde ich eine Sauerei, ja. Sowas. Du musst dann als Kunde erstmal beweisen, dass es nicht zugestellt wurde. Rüsten. Aua, das war aber wehgetan. Jammer nicht, das bisschen Feuer. Das bisschen Feuer. Ist doch ja, kein Alter, Problem, jetzt. Sagt mein Mann. Also. Anyone needs ammo? There's Nitro here. That one. Oh, Nitra da oben. Sagen nur mal Boss, so, der macht das, aber. Geht schlechter. Ne? Oh, Ralle. Was jetzt? Jammer nicht rum. Der haut einem das Ding immer von den Kappen. Dann hol auch alles selber runter. Mach ich jeden Morgen. Molly, komm her! Drecksack.
nicht mal geklingelt. Der lebt einfach um die Ecke geschrieben und total demoliert. Na super. Frechheit sowas. Aber da siehst du von. Das man aber, dass die sich nicht mit ihrem Job identifizieren, dass das alles scheißegal ist. Naja, das meiste sind eh irgendwelche zugewanderten Hilfsarbeiter, dass die dann nicht so den großen Bock haben auf den Job. Sonst würde man gar nicht machen, Mama. Oh super, da oben steht's. Das wird gleich Witz, das müssen wir uns merken, sonst suchen wir es nämlich. Und am besten schon mal einen Gang, so dass wir es sehen, sonst finden wir es nie im Leben. Komm her, du faule Mole. Mein Gott, dieses faule Stück Scheiße. Andere irgendwo oben, da hinten ist eins. Was hat das Ding angefangen? Da oben ist eins. Ah, da, okay, da kann ich ja dann. Und zwei hängen links von uns, Lachs, da oben in der Kante drin. In dem Vorsprung. Ich weiß nicht, wie viele da oben liegen. Zwei, also die Mule hier. Eins hab ich. Braucht man nichts mehr. Ah, fuck. So blöd. New operational. Well done. Careful! Schleppt der Lachs denn wieder für ein Viehzeug an? Mann, Mann, Mann. Ich bin doch gar nicht dabei. Oh, ich hör mal. Ich komm doch gar nicht da hoch. Da drüben ist das andere. Du hast noch eins gehabt, Schweini, ne? Ein Arm, ja. Ich komm doch gar nicht hoch. Ich bin zu blöd dafür. Dann such du ein bisschen Nitra. Wenn ich das finden würde, würde ich das gerne machen. Sofort. Da unter uns war. Oh, da hast du noch einen? Okay, perfekt. Ich hatte einen. Alles gut. Hey, warte, hey, machst du mal Wette? Ich muss mal. Oh, fuck! This one's for Carl! Well done. Das mal falsch working again. Oh Gott.
sein, dass ich jedes Mal runterfalle. Found some Nitro. Ah, wie schießt mir jetzt das Eis auf die... Du... Da war ein böses Vieh. Ich geb dir gleich böses Vieh. Wieder an der Stufe geschaltet. Ja, ich sehe schon. Ey, an dem Vieh, was unter der Decke hängt. Access provided. I made a platform. Was machst du denn da unten? Runtergefallen. Sollst du nicht auf mir rumhacken und dadurch einen Loch da reinpacken? Ja, ich schmeiß den alten Sack runter. Runter mit dem alten Sack. Wo war denn jetzt das da hinten Transportkapsel? Wo haben wir durchgegraben? Da. Achso, zurückholen. Hast genau. Drück mal das Knöpfchen. Steht man aber wirklich scheiße, ne? Das ist doch eine Mule, Alter. Will die mich verarschen? War doch eben hier die Mule. Ja, die ist aber nach oben gelaufen. Keine Ahnung, warum. Das wird natürlich kacke zu verteidigen hier. Ja. Sehr schlecht. Und jetzt noch... Alter! Nee, oder? Jetzt ist die Kiste genau in den Riss reingerutscht. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann, jetzt darf er nicht an die Außenwände kommen. Was zum Fick? Was ist denn jetzt los, ey? Hä? Ja, toll, wenn wir da hochgehen, ist er mir außerhalb vom Bereich. Ja, geil, Omato, ich glaub's ja nicht. Also beschissen hat man es noch nie gehabt. Die Crate runter gerutscht in den Spalt. Sag mal. Hat. Ich bin tot. Ja, springt mir nichts, Ralf. Springt mir nichts, Ralf. Ja, ich hol ihn jetzt. Thank you, brother. You're a true friend. Komm mal hier hoch und dann. Okay, hier oben ist ein Stück, wo man stehen kann. Kommt raus. Keine Ammo left. Ah! Ich brauche Zucker.
Triangulation Zone. Get back in there. Also das ist bestimmt die beschissenste Scheiße, die wir je hatten, genau. Das nutzt man nicht. Es ist wieder oben, aber was die da alle... Tot. Das, also dafür ist der grüne Bereich viel, viel zu schmal. Sauber, sauber. Ich hab Rolle schon. Ach so, okay. Ach schon, wieder so ein Scheißvieh. Thanks. Mein Gott. Ganz sicher, aber wirklich scheiß auf der Teiligen da. Wo ist denn die andere geladen? Draußen hoffentlich irgendwo. Wollen wir mal oben gucken? Ja, die sitzt besser. Warte ab, gleich kommt noch ein Riss. Na, das wär's. Sollen wir sie reparieren? Kapsel ist da. Kapsel ist da, wow. Norden. Wo liegst du denn? Ich hab ihn.
Haben wir noch schön rausgerissen, dafür, dass der erste Teil so beschissen gelandet ist. Glorus. Sauber. Noch nicht so lang. Ganze Tag Aussetzer gehabt mit dem Netz wieder. Aber es läuft. Wieso hat es denn wieder nicht für meinen Trigger? Und selbst, das macht der Umzug. Den Monster, nicht? Nee, der Mineas. Der hat einfach nur in die Ecke geschissen und total, ach, geschmissen und total demoliert. Ich wollte schon sagen, der scheißt das doch nicht noch ins Eck. Das Päckchen in den Müll ins Eck geschissen und abgehauen. Den gebe ich richtig. Ja, tut mir leid, ich hätte kein Klopapier. Klingt nach DHL, genau. Ach so. Das war richtig, die Malis hat gerade erzählt. Postbote hat nicht mal geklingelt, einfach, ne, sie ist zufälligerweise in eine Müll gegangen und hat das Paket, hatte was bestellt bei Amazon, bekam die Benachrichtigung, dass es zugestellt wurde, wollte dann den Müll rausbringen und siehe da, da lag das Paket. So, ich starte dann das Spiel nochmal neu, ne? Genau. Ja, macht. Und schau ich mal nach Pico Balla, ob ich da noch was hab. Nam nam nam. Guck mal schon wieder was. Wäsche aufhängen, okay. Schoki auch geil. Danke, Schweini. Was auch geil sind, sind diese Crazy Python. Die schmecken mir echt gut, ey.
Die sind so ähnlich wie die Schweinchen. Haben auch unten dieses Schaumzucker-Ding drauf. Die schmecken echt gut. Wieder on air. Die schmecken mir echt gut. Kannte ich auch nicht bis dahin. Ja, einfach sagen, wenn du in der Mission bist. Das waren 100 Missionen, oder? Es geht bei mir überhaupt nicht vorwärts. Ich wollte schon sagen, weil irgendwie... Da fehlt ja nicht mehr viel, ne? Ich bin jetzt bei... Ach nee, da fehlt noch einiges. 39%. Ich habe ja auch nicht Bock, jedes Mal wieder raus, rein, oft lass es ja durchlaufen. The boost project will be released in one day. Collect mana spells and redeem spell rockets that can be used to boost your channel to front space. Front page space. Also übersetzt das mal. Man kann sich dann mit Mana einen Platz auf der Startseite erkaufen, in Anführungszeichen. Oh, die Bosse. Bei Trovo. Mhm. Da natürlich dann die Leute, die sowieso hunderte von Followern, Zuschauern haben, dementsprechend mehr Mana gedroppt kriegen. Ist aber klar dann. Ist ja klar, dass die sich dann eher den Platz holen. Und was auch meines Erachtens dagegen spricht, also ich will das gar nicht, dass die Leute das hier, dass sie das bei mir machen oder das hier von uns wollte das machen, weil wenn man dagegen hält, dann hast du einen Platz auf der Frontpage für was weiß ich wie lang, einen Tag, Stunden. Das bedeutet ja nicht, dass du dann deine Community dadurch wächst, nur weil du auf der Frontpage bist und vielleicht eher gefunden wird. Die auf der Frontpage sind, es hat ja einen Grund, warum die auf der Frontpage sind, weil viele Leute zugucken. Viele Leute zugucken bedeutet, dass sie viele Follower haben und auch dementsprechend den Content oder die Community so haben. Halte ich das dann dagegen, dass man bei so einem Event den Mana einsetzen kann, wie wir das hatten mit dem Irish Head und den Kopfhörern? Da hat dann wenigstens der Streamer was dauerhaft von, sprich 10, 20 Euro. Was ja immer noch besser ist, wie für ein paar Stunden auf der Startseite sein, finde ich. Lax, kannst du dir nochmal eine Mission aussuchen von dir? Ich hab keine mehr. Null. Du hast keine mehr? Okay, null. Okay. Dann. Die Daily auch nicht. Ich muss hier. Nein, ich hab ja nur der wöchentlich. Ich hab keine Daily. Aber du bist bald 25, ne? Warst du? Ja, ich hab nur noch die ich noch nicht kann, ist die auf blau 10 und rot 25. Vielleicht, ne, Host nur Freunde, ne? Ja. Was ist dieses Boost-Projekt? Das ist das. Jetzt wieder neues? Das was ich gerade sagte, also, mit der Startseite. Also machen wir oder machen wir nicht? Nee. Nee. Oder? Nee. Deswegen sage ich ja, das macht ja mehr Sinn, bei einem Event die Mana reinzuklatschen. Ja. Da hat wenigstens der Streamer was von. Was nützt mir das, wenn ich für einen Moment auf der Startseite bin? Kann ich mir auch nichts von kaufen. Mhm. Also wir sind im Ladebildschirm. Okay. Achso, jetzt guck mal, wenn du ohne Einladung schaffst. Ich warte lieber, bis ihr in der Mission seid, weil irgendwie hat, glaube ich, heute von den Missionen noch nicht eine gezählt. Tja, vielleicht musst du dann doch solo ran, wa? Nee, das geht schon so. So kann man es tricksen. Du wählst in deinem Spiel die Solo aus, dass er die Solo gestartet hat, und dann switch ich rüber.
Jetzt gucke ich aber gerade noch, ob ich jetzt dir beitreten kann. Kannst beitreten? Da bin ich ja mal gespannt. Nee. Ich starte mal mein Spiel neu. Okay. Namen Betrayal. Ja, direkt wieder so ein Decker am Anfang hier. Was macht die Kunst, mein Lieber? Döner essen, dir zuschauen, danach starte ich Red Dead Redemption 2. Geilo. Das hast du dir gegönnt? Kann's nicht Zucker, Nitra sammeln. Nee, man hat direkt erstmal hier dicke Klops. Oder hattest du das schon? Gegönnt? Im Angebot war es im Sale. Geilo, Glückwunsch. Ich hab's auch für 30 habe ich mir besorgt gehabt. Vor anderthalb, zwei Wochen oder so. Mhm. Oh, das ist doch nicht wahr. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wenn ich mir Mafia noch hole. Das ist, die Definitive Edition oder das Triple Ding, genau. Das Triple Ding, wenn schon. Kommt bestimmt auch das irgendwann in Sale. Das Triple lohnt sich für mich nicht, da ich ja 2 und 3, ne 3 habe ich oder 2, weiß ich nicht. Bei MMO für 46 die Ultimate geschossen, okay. Was hast du, Schwein? Hast du auch die Ultimate? Leider nein. Okay. Was ist bei der Ultimate mit drin? Ich glaube, da ist noch ein paar Waffen oder so. Kosmetikkram bestimmt, ne? Erstmal Nitra abliefern, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich kann nicht beitreten. Geht nicht. Auch jetzt, ich hab jetzt neu geladen. Ich mach nachher mal kurz was. Ich muss gleich meine Box mal neu starten. Keine Ahnung, halt's doch Ultimate, genau, scheiß drauf. Meine Box, die zickt ein bisschen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie im Multiplayer gespielt. Ich habe den ersten Teil damals gesuchtet, fand Teil 1 mega geil, hat voll brutal Spaß gemacht und Teil 2 ist irgendwie der Funke nie übergesprungen. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ein Fossil. Bin ich jetzt ganz alleine hier? Nee, ich bin... Aber irgendwer hatte das auch im Multiplayer gespielt. Der erste war mega. Meilenstein der Spielgeschichte. Was sagst du zu dem Rocket-Ding da? Betrayal, wie findest du das? Also die Pythons sind geil. Pythons müssen das nächste Mal, wenn wir bestellen, guckst du, ob du dann mehr Pythons reinkriegst. Machst eine Wunschliste und dann gucke ich. Aber du kannst es ja nicht zusammenstellen, hast du gesagt. Nee, aber man kann ja ein bisschen danach gucken. Ach so, okay. Da hätte mich der Dicke fast einmal erschlagen mit seiner Kapsel. Hab extra gesagt, zieh auf den Lachs. Kaum ist der Dicke da, dann bleibt er mich fast. Das. Kann er wenigstens hausen? Ja, ich hab's gerade gesagt, zumal ja, wenn du einen Channel hast, wo hunderte Leute zugucken, ne? Ist dementsprechend logischerweise auch mehr Mana, die da generiert wird oder genutzt wird. Infolgedessen ist es für die dann auch leichter, oder ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass die sich diesen Frontpage-Boost gönnen. Wer
ist dann jetzt unten. Ach nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der kommt da rein, der kommt da. Also ich hab gerade zu meinen gesagt, genau. Die verdrängen dich sowieso von der Page. Und dann ist es Mana, finde ich, sinnvoller genutzt bei so einem Event. Dann hat wenigstens der Streamer was von. Und wenn es nur 15 Euro sind, weißt du, ich meine? Ja, ich bin down. Guten Hunger. Ja, ich muss auch Dings Haribo futtern. Irgendeine muss es ja machen, ne? Danke. Schmecken lassen, Betrayal. Oh, wo ist jetzt mein Ding hingefallen? Scheiße. Siehst doch, wo es blau leuchtet. Mann. Dann mach es doch. Da ist es doch, da unten. Are you blind? Bestimmt wieder Döner. Der Betrayal ist nämlich, glaube ich, jeden Tag Döner. Ich schmeiß dir den runter. Ich brauche wohl mehr erstmal Zucker. So, ich bin beleidigt. Jetzt hätte ich schon wieder angegriffen. Kleine Kackdinger, die haben mich jetzt doch fast tot gefuttert hier, sehe ich gerade. Super. Man denkt immer, ach, wie süß. Naja, lass ein bisschen knabbern, zack, bist du tot. Ja. Wo ist denn der Lachs, du Hammer? Der holt sich Zucker. Ah! Den hätte ich jetzt gebraucht, den Zucker. Jetzt bin ich nämlich runtergefallen. Okay, da sind schon drei Steine. Lad hier keine. Ach, kann es doch nicht sein. Hör mal. Fuck. Beste finde ich, ey, du bist in einem kleinen Gang, den du dir selber gemacht hast, und da holt dich einfach so eine Trägerflieger. Ja, ja. Hab ich jetzt gerade auch gehabt. So. Einen abgeliefert. Na, wo ich den Ball ein bisschen anknabbern. Ja, ich hör's auch als. Da hackst du oben rum über den Kopf und dann hörst du unten. Vorsicht, hinter uns. I'll be back. Alles klärchen. Aber die kommen hochgeschossen, Ralle, und direkt zu dir, ne? Aber direkt. Ich kann daneben stehen. Interessiert ihn nicht. Bin ich wieder da. Der Lachs hat die geschickt, glaubst du es? Lachs macht hier unten die Arbeit, dann wird halb aufgefressen. Wir picknicken hier oben. Ich bin unten, nicht oben. Ja, aber Schweini und ich machen hier oben einen Lenz. Ja, und ich baller alles ab, was hier unten ist, und ich bringe eure Sachen hier weg, schließlich. Eine muss es ja. Das ist ja immer Arbeitsaufteilung hier. Ja. Ich hab jetzt Nummer. Ich hab jetzt Nummer 6. Ja, na, Ralle hat dann diese. Ja, Ralle. Ja, dann ist gut, dann brauche ich hier nicht rumkloppen. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, wieder der nächste Schaden. Es ist ja nicht so, dass wir. Wir haben aber noch gar kein Nitro gesammelt, Hammer. Doch, ich hab gesammelt. Ralle und ich bin auch dabei.
have launched. Better stand back. Komm mal her, Jack. Schnell, komm mal her. Ah, zu spät. Das in der Luft, aber auch. Ich hab dich auch gerade gefragt, was denn der schon wieder? Diese scheiß Sprenger, die nerven aber gewaltig so. Das ist eine Sprengerplage, haben wir hier. Mhm. Deswegen. Aber es geht doch eigentlich noch, hat mir schon schlimmere. Echt? Ich hoffe, ja. War schon ein bisschen nervig. In dem Level geht's ja auch, wenn es so eng ist, ist es viel schlimmer, finde ich. Verschwind! Genau gesehen. Ist er direkt vor uns? Na, läuft. Ist echt direkt vor uns. Okay, wir können rein. Bin kein Asswipe. Jetzt hat gezählt. Wer ist denn da schon wieder am Futtern? Schweine im Fell. Wer wohl? Hab doch gesagt, die Pythons. Die Pythons sind geil. Crazy Python.
Du bist jetzt 25, dann kannst du doch. Mhm. Jetzt kann er sein. Denn jetzt, oder? Boah, hier irgendwo habe ich jetzt einen Mega-Fehler. Oh ja, ich sehe es. Ich gehe mal. Ich starte mal meine Konsole neu. Ich meine, die spackt ein bisschen rum. Alles klar. Ich starte mein Spiel auch nochmal neu. Irgendwas spackt gerade. Mhm. Mach du mal das Katheterchen leer. Ich rauche erstmal eine. Gott. Glaub mir, nach den Blutwerten, die sie mir heute geschickt haben, ist mir eh alles egal, wenn ich ins Bett pisse. So, was haben wir jetzt? 25? Schön, kann ich mir jetzt ein Eis dafür kaufen? Jetzt kannst du die Beförderungsmission nehmen. Ach, keine Lust. Dein Bock. Ich rauche jetzt erstmal ein. Ich habe gestern so ein Vergleichsvideo gesehen, wie schnell die, wo sie den direkten Vergleich des Bootvorgangs gemacht haben. Also da ist die Series X schon krass schnell. Das ist Verarsche. Weißt du warum? Die haben eine Standard Series X genommen und eine Standard One X genommen. So, die One X hat eine Festplatte. Die Series X hat eine NVMe PCI Express SSD. Dass die 3x, 4x, 5x schneller bootet, ist ja normal. Okay. Meine bootet ja auch 10x schneller als eine Festplatte. Das ist Schwachsinn. Die PCI Express SSD, die bootet vielleicht dann mal 10 oder 20 Sekunden schneller. Je nach Titel, was sie laden muss. Ansonsten nicht. Nee, nicht das Spiel, sondern Kaltstart. Kaltstart von der Konsole. Ja. Ja, mach mal in die X eine SSD rein. Eine 2,5 Zoll SATA SSD rein. Ja, dann bootet die genauso schnell. Die PCI Express SSDs bringen nur was, wenn du viele Datenmengen auf einmal hin und her kopieren musst. Dann bringen die ihren Leistungsvorteil von den Gigabytes pro Sekunde. Sonst auch nicht. Ja, und wann machst du das? Das machst du, wenn du eine neue Festplatte dran klemmst oder irgendwas. Ansonsten, wann kopierst du den Kram von A nach B? Gar nicht. Gar nicht. Oder wenn du jetzt neu installierst, ja. Aber dann ist sowieso bei den meisten die Internetleitung der limitierende Faktor. Das habe ich einmal gemacht, wo ich die externe Festplatte neu hatte, da den ganzen Scheiß dann von meiner Festplatte rüber kopiert und dann nie mehr. Und du kannst auch hosten mit deiner Bambusleitung, du kannst ja deine Mission schon anwählen. Aber keine Lust. So, dann laufe ich hier gerade quer durch die Station. Hey, Rover of Blood, danke für deinen Host. Was habe ich denn jetzt? Achso, die Road 25 oder was?
Was ist das Beförderungs? Genau. Ja, dann nehmen wir den mal an. Ja, ist ja. Das sind ja 4 Stück. Naja, die erneuern sich immer mehr. Du kannst ja bis zum Gold. Du kannst jeden Charakter 7-mal befördern. Du musst jetzt gucken, welchen Klasse du hast und welche du befördern willst. Dieser mit Gelb. Mein Speer. Genau. Anderen kannst du gar nicht anwählen. Ach, kann wieder deinem Spiel nicht beitreten. Was soll das denn? Ich weiß auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich lade mal alle ein. Aber du musst schon im Spiel in der Mission sein, sonst nutzt nichts. Ja, ich habe die ja angewählt. Ja, du musst schon losfliegen, sonst zählt es nicht bei mir. Aber wir warten darauf, Schweine noch. Der ist doch schon wieder da. Ist aber noch nicht drin. Der ist am Weg. Und außerdem rauche ich noch. Ja, mach mich nicht bekloppt, Junge. Mach mich nicht jetzt. Mann, du. Du kannst ja beim. Du bist nur am. Du bist die Schuhe besohlen beim Laufen. Gleich lässt nicht mehr. Lässt uns eben eine halbe Stunde Hammer im Chat alleine, weil er sich seine Hamburger macht. Es war nur ein Hamburger, hallo? Ja. Ein Hamburger und ein kleines Tütchen Haribo, hallo? Wo muss ich denn jetzt Beförderung später? Welche muss ich denn jetzt machen? Gar nichts, du musst jetzt erstmal die Mission durchspielen und danach gehst du in die Memorial Hall. Aber ich muss dann jetzt Sandsturm höhlen, ne? Das sehe ich ja nicht, weil du hast. Du wählst am schwarzen Brett deine Beförderungsmission an. Dann gehst du auf die Karte. Karte öffnen so. Und wählst das, wo dein Name, wo es blinkt. Blinken tut's viel. Nee, kann nur bei einem blinken. Ne, Schweini blinkt ja auch. Ach, der ist bei dir im Spiel, oder was? Ja. Also nehme ich dann meine Sandsturm. Aus, nur Freunde. Boah, das Gerauschte, das ist ja schlimm, Ralle. Hier ist überhaupt nichts. Hier rauscht nichts. Bei dir war eben brutales Geknisper. Mein Mic ist komplett zu, ich sehe es ja in der Party. Brauchen wir 250 Rocket? Nein, Ralle ist nicht wieder am Futtern. Nein. Mm-mm. It's all about securing the caves, you know.
wählt sich aber tot. Ne? Connecting to Schilfhausen. Bambus detected. Mein Mikro funktioniert gar nicht. Da ist er ja, der Schwani. Ja, ich rede die ganze Zeit mich dumm und fusselig und denke mir, warum redet denn keiner mit mir? Und dann gucke ich, meins funktioniert gar nicht. Sowas? Ja, ich brauche. Hat bestimmt die Destiny manipuliert. Im November gibt's ein neues. Ist alles neu. Alles mal richtig krachen. Die versehen sein Internet. So. Oh, ich hab doch eben irgendwo so ein Ding runtergeschossen. Ja, aber das ist wieder verbuggt in der Mitte, da wo wir herkamen. Ey, ich hatte ja noch mehrere runtergeholt. Ach, okay, dann hat er vielleicht der Halle die schon reingepackt. Eine liegt hier oben. So. Eine hängt hier in der Luft. Eine müsste am Boden liegen. Ja. Ich habe noch eine runtergeholt. Also noch eine. Ist, hinter. Lachs, das, genau, hinter Lachs ist eine. Eine hier hingeschmissen. Und jede Lachs mit einem Seil, hoffentlich halten das die Pfosten aus. Nicht, dass es das jetzt oben, oben und unten aus der Verankerung reißt. Ich futter ja nicht den ganzen Tag wie du. Hab doch eben schon wieder gehört, wie du die Schokolade ausgepackt hast. Nein, das waren belgische Pommes. Siehst du, ich futter nicht, weißt du, Pommes ist der, guck mal. Schwani, was ist das? Tüte Pommes, Alter. Irgendwann tut's einen Schlag on air und dann platzt er. Wenn der Kartoffel viertelt, ne? Länger. Ja. Dann an Kostbraten. Mhm. Dann. Oh, Mock halt. Das brauchen wir ja. Ich mach die immer, ich tu die auch immer vierteln und tu sie dann grad. Ein bisschen ankochen nur. Ne, im Backofen ohne ankochen direkt. Ich koch die immer ein bisschen an. Und ein bisschen Rosmarie, dann hast du Rosmarie-Kartoffeln. Wo will das denn? Genau, genau. Der Art und Weise. Quatsch, ein ordentliches Schlappe Mayo drauf und dann passt das. Mal ordentlich ins Mayo rin getunkt. Das, lecker. Das mache ich immer, wenn ich Sachen nicht so gerne mag. Noch viel Mayo. Dann mache ich die schön mit Mayo, dann geht das so runter. Ja, dann schmeckt das so. Ups. Oh, das ist ganz tief. Okay.
geh mal darüber, mal gucken. Und da ist Morka halt da unten. Och Mann! Ich hab doch extra die Stiefel abgefeuert. Da hab ich natürlich genauso am Pfosten liegen. Wo liegt denn Ralle? So, mal gucken. Ja, ach, oh, warte, ja. Du alter Falter. Das wird aber ein weiter Weg, hm? Und vor allen Dingen müssen wir ja da wieder hoch, garantiert. Lass mich mal gucken. Mal machen halt was. Ja, müssen wir eigentlich so runter. Dann sagt sie, wir müssen dann nachher wieder hoch. Kreuz und quer, Seilspann am besten. Ja. Ja, das. Ja. Bin ich unabsichtlich hier runter. Jetzt darf ich erstmal hier kämpfen. Dann clever. Lachs bringt wieder das ganze Ungeziefer mit. Guck mal. Hey. Aua, 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 aua. Hier habe ich einen Weg. Ich habe einen Weg nach draußen, ne, Rolle? Hm. Oh ja, super. Oh nein! Pass auf, dass du nicht runterfällst. Lässt du mein Haus hier? Dum-dum-dum. Also, da hinten war. Boah. Da. Kommen wir da hin? Oh, da oben ist nochmal Nitra. Na toll. Ich hab hier das Morkal. Ich hab mir da so einen Weg hochgebuddelt. Da geht ja diesem Sand sehr schnell. Dann lass uns mal runter zum Ralle, ne? Ich hätte uns hier auch noch fressen wollen.
Was zum? Das war so. Ah, nein. Nein, nicht ganz runter. Weil ich immer das Vieh mich runtergehauen habe. Ich glaub's nicht. Danke. Aua! Aua! Blödes Drecksvieh, ey. Aber viel Morgleit haben wir noch nicht, oder? Supplies are on the way. Der hat hier immer noch gelebt. Frei für später. Hallo! Die Rock seriously need to invest in some better equipment. Endlich mal Wasser. Ich freue mich schon voll drauf mit diesen Pipelines. Das wird bestimmt mega witzig. Ja. Naja. Flüssiges Morkheit. Habt ihr gestern noch so ein Video gesehen, so ein Teaser-Video dazu, was sie veröffentlicht haben? Mega geilo. Oh, echt? Gibt's da zum Video? Oh, mhm, wo sie so ganz kurze Snippets haben, wie das zu verschiedenen Situationen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du dieses Fahrzeug begleitest, das spawnt in so einer riesigen Kugel und da hast du dann so ein Fahrzeug drin. Das ist wie, ich weiß nicht, wer von euch Fortnite mal Save the World, hatte ich aber, glaube ich, gestern schon erzählt, gespielt hat. Genau. Da hast du sowas Ähnliches. Da musst du auch Bahnschienen bauen und musst einen Raketenkopf zu einer Rakete bringen. Und so ungefähr ist das. Nur, dass du halt da ein Fahrzeug hast, so einen riesen Bohrer auf vier Rädern, der bohrt sich durchs Level und du musst den begleiten und musst da immer die Treibstoffzellen für den auffüllen hinten. Ah. Zu mir. Ja, schmeiß mich runter. Komm. Wo bin ich jetzt gelandet? Keine Ahnung. Komm.
da sind überall diese Schleimbeutel. Ich will erstmal Licht machen, damit ich noch sehe. Hat nur einen Beutel, den ich da runtergeholt habe? Ach, das ist ein Sturm. Das heißt Sturm, da siehst du wieder nichts am Haus. Da muss man auch mal intuitiv spielen können. Nix. Da macht sich eben gesetzt und fertig. Da nicht bleibt. Ah, da sind aber noch einige. 1, 2, 3, 4. Einige Schleimbeutel. Guck mal, da oben ist sogar noch. Na komm, komm, komm. Aha, so geht das doch. Bleib hier. Hau nicht ab. Hier hörst du doch irgendwo einen Geländescanner? Da. Warte mal, warte mal. Ah, jetzt höre ich den erst, wenn ich davor stehe. Vorher habe ich den gar nicht gehört. Coordinates transferred, gotta check my terrain scanner. Garantiert irgendwo ganz oben. Ja, der ist da oben. Aber da waren wir noch nicht. Super. Warte mal. Seid ihr Herz? Ist aber auch so scheiß dunkel, der verballerst aber auch ohne Ende. Oder waren wir da schon? Ja, doch, da waren wir schon. Da sind wir hergekommen, oder? Ach, da ist ein Ball. Und jetzt laufen, ganz schnell laufen. Was ist denn hier? Muss die Kugel sein? Ah, hier. Was ist jetzt? Da ist ein Schweinekabel. Können wir von da hoch? Pass auf. Hast du gesehen, die wollte mich, hat sie das nicht gesagt, ne? Dann hat die mich wieder gepackt. Alter, wie sollen wir denn da dran kommen? Das klebt ja unter der Decke. Echt? Ja, dann bauen wir uns was für uns. Du bist wieder zurück, ne?
Jetzt wurde ich schon wieder festgehalten. Ne? Oh. Sollen wir denn da hinkommen? Warten wir aufs Meini oder was? Ja, das wäre supi. Hab eine Idee, den Gang zurück. Und dann oben durchbuddeln. Boah, ist der schon wieder 10 Kilometer weg. Es passiert doch nichts. Ich muss doch erstmal koordinieren, wo ich mal an das Ding komme. Keine Panik, ich bin da, Lachs. Ich such doch nur einen Punkt, wie wir an das Loot rankommen. Ich bin noch eh mehr auf Karte gucken wie sonst was gerade. Von hier geht's. Der Karte komme ich nicht klar. Ja, deswegen überlass es mal den Profis. Überlass es mal uns. Jetzt ein Stück nach rechts. Oder? Ist noch auf Kurs? Ja, yep, ein Stück runter. Ja, und runter, auf jeden Fall was runter. Ja, weiter runter, weiter. Jetzt gerade. Jetzt gerade, genau. So. Da leuchtet schon. Perfekt. Deswegen, man muss sich ja immer erstmal. Das war jetzt beschissen dran zu kommen. Da hätten wir uns einen Wolf gebaut, wenn wir von unten probiert hätten. Gespritzt. Kosmetik, die der Name auch. Ja, das bei ist. Bei mir, ich hab gespritzt. Ja, das bespritzt ist. Das ist das. Das bespritzt ist mega geil. Das ist das. Da ist die Uniform blau mit den grünen Splashflecken drauf. Ah, okay. Jetzt wieder zurück, oder was? Was fehlt dir noch? Wir brauchen noch Morkheit. Noch Morkheit, ja. Genau, jetzt wieder zurück. Jetzt müsste es ja eigentlich. Genau, in der Höhle unten waren wir noch nicht fertig. Das andere Ende von der Höhle müsste noch. Boah, schon wieder irgendwas erwischt. Immer so ein scheiß Wurm. Das ist ein Scheiß, der Wurm. Mich lässt er in Ruhe, jagt nur dir hinterher. Das ist ein Bandwurm, der will dich. Der will in den Poppy. Doch, Alter.
da kommt der ein Wurm nach dem anderen Typ. Hey, der Lachs zieht die an, ich sag's euch. Und hier geht's weiter, okay. Ich hör's schon wieder piepen. Immer noch. Tinnitus. Ah, okay. Alles gut. Ja, nee. Nee, das war immer noch dieser. Kommt der hoch? Keine Ahnung. Ja. Weil da geht's nämlich weiter. Mich dieser Scheißwurm schon wieder. kommt er hier oben? Kommt der Wurm? Die spüren das, die spüren das. Selbst auf dem höchsten Gipfel jagt der Wurm noch dem Lachs hinterher. Oh, wo ist der Wurm? Ein bisschen rechts. Anderes rechts, genau. Ich dachte, das gefällt mir gar nicht. Der Wurm sucht dich, der lauert dir auf schon. Das sieht aus, als wenn du eine Pampers anhättest, Ralle, wenn du da so vorst. Eigene heimisch die Haribo-Pythons weggefuttert, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Frechheit. Greif ich in die Tüte, ist sie leer. Ich wissen, wer das wieder war. Wie, die füllt sich nicht bei dir wieder auf? Das nee, Problem. Irgendwie nicht. Oh, man hätte mal hinter fast. Sollte noch. Keiner Mond mehr, scheiße. Nur Feinde. Take care of what is left, then have a breather.
Hinten ist. Ich mach mal ein bisschen Licht, wa? Ja, das ist super. Etwas Licht wäre nicht schlecht. Da haben wir ja auch Zucker. Aber ist auch gut. Das kann doch nicht sein, dass da schon wieder so Viecher. Und die gehen auch nur wieder auf dich los. Ich stehe daneben und nix. Nur auf dich. Also ich hab da auch keine Probleme. Ich mag dich, ich streichel dir immer. Streichelst dir immer, ja klar. Wir fressen die aus der Hand. Ja, deswegen hast du keine Würmer mehr in der Tüte. Ja, die fressen wir nicht nur aus der Hand, sondern auch aus der Tüte. Komm, einen Samen brauchen wir noch. Ich glaube, das ist die letzte Höhle hier, kann es sein? Mit den Schuhen auch nicht klar. Ja, normal passt das immer, aber manchmal habe ich dann. Da muss da irgendwo noch eine Höhle sein, wegen einem einzigen. Oh Mann. Mhm. Und garantiert in der großen Höhle ein paar übersehen, weil die war ja auch wirklich riesig. Ja, da liegt auch eine. Guck mal, da liegt auch eine, wenn ich da gucke. Da sehe ich eine. Und zwar Richtung ja, Norden. Ja. Richtung Norden guckst und dann die Karte aufmachst, dann siehst du das. Oh ja, da oben. Ja, dann lass uns dahin zurücklatschen. Mehr wie das Schiff dann ausgerechnet hier in der letzten Höhle kommt, kann ja nicht passieren. Lass mal, geh mal aus dem Weg, lass mal die schnellen Männer durch. Eben schon Lachs überholt. Zwei, dreimal gehupt, aus den Füßen. So, hier war das, oder? Genau, das ist die Höhle. Nee, wir sind dran. Nee, doch, warte mal. Doch, das ist rechts von uns, also. Sie ist nicht mehr auf der Karte. Ah doch, das liegt da oben. Hier.
Ja, ich hab sie. Wally ist on the way. Das war das Dickerchen, da ist er. Aber mit einer Axt. Sonst stecke ich jeder eine belgischen Kartoffel sonst wohin. Der feine Herr, guck, andere Sache, ich mache mir mal ein Kartoffelchen. Und hier der feine Herr, ich mache mir belgische Kartoffeln. Dann mache ich es zweimal die Woche, mehr oder gar nicht mehr. Ja, gönn dir. An deiner Stelle würde ich mir nur das Allerfeinste als hol. Koberind, das ist Kracht. Ich habe noch nie in meinem Leben Koberind gegessen. Sandy macht das. Macht das jedes Wochenende, isst die Sandy den Kram. Moni, hab ich noch ein bisschen. Interessieren wird es mich ja schon mal vom Geschmack her. Aber wäre mir dann doch zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt die garantiert unten, wo wir eben waren, oder? Nee. 200 Meter. Ja, ja, leck mich im Arsch. Nee, dann lieber Trobi, Frutti. Nix, nein, das ist ja zum Kotzen. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Ich sehe nichts und auch voll gegen die Wand und dann muss ich da die steile Wand hoch. Hahaha. Ich sehe auch nichts. Dann musste ich meine Salbe benutzen, die ich da hatte, die ich vorher angelegt hatte. Alter, wo geht die denn auch? Ich hab aber, wenn die da die steile Wand, wenn du da bist, dann. Problem ist, ich sehe doch nichts. Achso, ist Ach, da bist du. Ich bin hier, ja. Guck mal, hier. Wo kommen wir denn da? Ja, rotz mich doch von oben komplett runter, geil. Ich hab doch ein Seil gemacht, ja genau. Ich hab doch hier überall Seile gemacht. Ja, nutzt mir nix, wenn die Fischer mich da runterrotzen. Ja. Oh, ich auch. Nein, jetzt hat. Ach, jetzt bin ich von dem Scheiß Tristor, du! Mir aus dem Fuck. Oh ne, ne. Fuck. Ja, ich bin nicht tot, hab mich das scheiß Fiat fallen lassen. Nochmal von dem. Och Mann ey! Jetzt werde ich alles von dem blöden Dampfstrahl da runtergeholt. Wir hätten lieber nochmal einen guten Pony holen sollen. Da unten liegt ein Lachs, ein Kadaver, der tut aber die Viecher abschrecken. Ja. Nein, jetzt kommt schon wieder ein Vieh. Ach komm, ich habe nicht. Ich hab's echt nicht dahin, ne? Ja, das war's für mich. So, Blöde, sieh zu, dass du da reinkommst.
Ja, definitiv. Ach nein! Ach, das kann ja nicht wahr sein. Ein Meter vor der Kante kriegt er mich. Ja, hat er mich ja auch. Dann hat er mich fallen lassen. Dann genau vor so einem scheiß Riesenvieh. Ja, mich lässt er jetzt wahrscheinlich am allerhöchsten Punkt fallen, yo. Ach, das, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Viecher haben uns jetzt echt das Genick gebrochen. Ne? Och Mann, ey. Ich hab's vorhin noch, hab ich nicht gesagt, dieser scheiß lange Weg nach oben wird uns zum Verhängnis. Wir hätten das Ding nicht gebraucht, ne? Okay, wo geht's lang? Der hat mich ganz oben rausgelassen. Ja. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ja, da unten, wenn du nach unten gehst, geht's lang, aber da muss man aufpassen. Oh, oh. Nein. Ja, okay. der hat mich ganz oben. Ach Mann, ey, porco Dio, ich hab nicht gesehen, wo es weitergeht. Für diesen einen scheiß Samen, Hammer. Ja, aber okay, wir hätten ja sowieso dahin gemusst. Ja, wir hätten, jetzt na, wir hätten ja, wir hätten ja sowieso, im Prinzip haben wir uns Weg abgenommen. Ja. Aber dieser lange Schacht, wir hätten vorher den langen Schacht auf Verdacht hochgehen müssen und dann die Mole rufen. Das wäre schlauer gewesen. Ja, das stimmt. Weil dann hätten wir immer, wenn die Transportkapsel unten gekommen wäre, runter sind wir schnell. Hoch ist das Problem gewesen jetzt. Ah, Mann! Essen. Was? Schon wieder essen? Gibt doch gar nicht. Ich hab gesagt pissen. Pissen. Gönn dir. Hubbelchen war halt gar nicht in den Channels, glaube ich, ne? Das überhaupt? Habe ich das? Ich habe ein Problem. Ich komme nicht aus der Krankenstation. Ich ja, auch nicht. Quarantäne. Hä? Ich könnte jetzt nicht rausgekommen. Ja, der Lachs ist raus, ich sehe es doch. Ein Lachs an der Bambusleitung, das ist Quarantäne hier, das ist ein Lachsanspiel. Ja. Corona-Verdacht beim Lachs-Station. Schweinepest, lass den lieber da drin, Lachs. Der hat die Schweinepest. Was haben wir jetzt? Scheiße, halb acht schon. Ich muss mir was machen. Sonst esse ich nichts. Du bist der Boss. Du musst deine Mission weiter wählen. Ich bin jetzt mal raus und spielt ihr bei ihr zweimal. Hm? Esse ich nämlich wieder nichts. Ich kenne mich nämlich immer. Ess lieber nichts. Willst du denn jetzt was essen? Ja, irgendwie. Ja. Irgendwas. Ah, Gott. Okay. Wir
wenn ihr gleich noch spielen solltet, ist gut, wenn nicht, bis morgen. Alles klärchen, Bärchen. Und gestern okay. Bist du auch 2 Stunden später nicht da gewesen. Doch, da war es aber früh Feierabend gemacht. Nein, wir haben lange gespielt mit der Bonnie. Nein. Doch, bis um 9 oder so, glaube ich, Mahlzeitfälle. Ja, ich habe ja erst um 7:45 angefangen essen. Ach so. Hey, thanks Shane for the host. Wo unsere Bonita heute ist, komisch, ne? Die wollte doch heute mitspielen, die hat doch Urlaub. Ja. Gestern noch groß gesagt, ich bin morgens immer wach. Die Fälle, guck mal. Man hört ihn aber nicht, ne? Bestimmt inkognito. Ich finde das so schlimm, wenn man Leute in der Freundesliste haben und die sich umbenennen und ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist auch schön. Der VJ, das ist der CDR-Volk-V. CDR-VJ. So. Jetzt ist er da, oder? Ja, da ist er, der Fälle. Ich habe halt XSplit installiert und das hat mir ein ganzes Setup durcheinander gebracht. Ach so. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Tag. War jetzt 2 Headsets zum schlimmer ausfassen und, oh ja. Hm. Können das. Bei mir hat es schon wieder rum. Oder? Bei mir hat es schon wieder rumgespackt, Fälle mit dem Internet. Gestern ja. Echt, da ging's so lange gut, wa? Also, hab jetzt extra mal in meinem Verlauf geguckt. Was ist denn das so komisch? Hab ich auch mal in meinem Verlauf geguckt. Am Ende net. Ist da jemand Chips oder was? Bitte? Ist da jemand Chips oder was knistert oder so? Nee. Schön nix knistert. Wo knistert denn was? Da, jetzt. Hä? Hm, da, jetzt schon wieder. Genau. Bei mir knistert nix. Ja, da siehst du. Da siehst du das schon wieder. Aber ja, das bist du alle. Ich zieh mal das Mikro, warte mal. Immer noch? So. Genau. Hä? Genau. Ich beweg mich noch nicht mal. Immer noch? Jetzt ist gut. Okay, ich hab's Mikro jetzt. Aktuell ist es gut, sag mal so, nicht jetzt. Na, aktuell ist nix. Nee, ich hab's Mikrofon jetzt mal gezogen und wieder gesteckt. Okay. Ist aber nur im Party-Chat so, also im Stream nicht. Ja, deswegen habe ich mir gerade schon gedacht, ich habe ja 2 Mikrofone dran. Ich habe mein normales Mikrofon für den Stream, hängt am PC. Und für die Party habe ich ein iPhone-Headset Mic, was ich direkt in den Controller stecke. Mhm. Geht es nicht mit einem? Nee, weil ich das, ich habe mein Mic Streamlabs zugeordnet. Das hat kein andere App hat da drauf Zugriff. Also weder Discord noch sonst also irgendwas. Geht's parallel alles. Bitte? Ich habe das alles parallel laufen. Nee, ich habe das alles ausgestellt. Ich will normalerweise soll an meinem PC weder ein Mikrofon noch eine Kamera aktiv sein. Das habe ich alles überall deaktiviert in jeder Einstellung, die geht. Und dann ging es jetzt auch halt nicht anders mit dem Streamen. Und deswegen habe ich jetzt nur für Streamlabs wieder freigegeben. Ich habe auch noch meine Kamera abgeklebt, doppelt und so weiter. Ich mag das alles nicht. Auf jeden Fall, gestern um 2 ist ja der Stream kollabiert und da war das wieder. Kein Upload mehr und das ging bis heute Nachmittag. War da wer da oder hat wer es gemacht? Oder? Wieder Störung gemeldet und hin und her und mir wurde dann heute Morgen gesagt, ich soll das doch am besten mal der von einem Vodafone-Mitarbeiter, ich sollte es doch der Bundesnetzagentur mal melden. Die Störung war immer noch auf und haben dann wieder drauf gemessen. Heute Mittag hat dann ein Mitarbeiter angerufen, hat gesagt, ja, er sieht einen Spike von 0,03% Einstrahlung auf dem Knotenpunkt. Der könnte verantwortlich sein. Habe ich gesagt, was soll es denn sonst sein? Es ist ja eine Einstrahlung, das sagt ja mittlerweile jeder.
Nur ist es unterhalb der Kulanzgrenze, wann die anfangen, da einen Techniker hinzuschicken. Da sonst naja, keine. Aber, das andere ist ja das, mit der Bundesnetzagentur macht dann schon Sinn, weil die sind ja dafür zu, dass jemand irgendwo ein nicht entstörtes Gerät hat und die finden das. Genau. Die fahren damit so einem Stellmesswagen lang, finden das und ziehen ihn raus aus dem Verkehr. Weil er muss andere, er beeinträchtigt wahrscheinlich andere auch, die es nicht merken, weil es vielleicht eine andere Band braucht. Genau. Deswegen muss ich mir, ich habe jetzt mal noch an die Beschwerdestelle von Vodafone geschrieben, werde jetzt aber an die Bundesnetzagentur, ich muss mir die Tage mal oder morgen oder heute, je nachdem wann die Störung wieder kommt, wie ich Bock habe, mal einen Kontakt dazu raussuchen und werde den dann den Störungsverlauf schildern, weil das ja immer nur temporär ist. Und der Mitarbeiter meinte genau dasselbe, was ich heute Morgen auch sagte. Es kann ja sein, dass dieser Störer jetzt mal 2-3 Wochen in Urlaub war, ist jetzt wiedergekommen, ist gestern das erste Mal ins Netz und bups, legt wieder los. Genau. Habt ihr noch keine Kontaktdaten mir rausgesucht zu dieser Bundesnetzagentur, aber es macht Sinn, das so zu handhaben. Das wird schon irgendwo geben. So eine Scheiße, sagst du ja. So, ich starte. Mach das. Ja, und Trovo hat ein neues Ding eingeführt, so Rockets, Raketen. Ähnlich wie der Kristall, oder? Nee, nicht ganz. Da war noch nichts bei dir, oder? Ja, doch, Carsten, Mann, jetzt ist. In 5 Tagen. Ja, doch, du kriegst damit deine Auszahlung erhöht, oder? Nee, das funktioniert anders. Die Rocket ist dafür da, dass du dir einen Platz mit Mana auf der Startseite erkaufen kannst. Oh mein Gott. Das heißt, wenn du eine gewisse Anzahl Mana, und jetzt als kleiner Kanal, kannst du das mal auf die Zunge zergehen lassen, kannst du das eingeschmatzen, weil wenn dann ein großer Kanal hingeht mit Hunderten oder Tausenden von Followern oder Leute, die zugucken, knallen die Mana rein, sind sie automatisch auch auf der Startseite. Was sie sowieso wären. Wo sie sowieso wären. Also sichern sie sich im Prinzip nur wieder ihren Platz. Das ist völliger. Ich habe zu den anderen vorhin schon gesagt, hebt weiter euer Mana auf und nutzt es, wenn so. Hab ich schon reingehauen, wie sagst du jetzt? ich sehe es gerade, Dabbes. Nutzt es, wenn wieder so ein Event ist. Ja. Weil dann hat wenigstens der Streamer was davon und wenn es nur 10, 20 Euro sind, weil was willst du mit so einem Plätzchen auf der Startseite? Da ist doch geschissen drauf. Davon wirst du auch nicht größer. Ja. Kannst beitreten. Hm. Oder soll ich dir falls das geht, ich weiß nicht. Nee, geht nicht. Geht nicht, musst schicken. Hab keine Ahnung wieso. Ja. Kann ja auch wieder was von Microsoft. So, warte, muss man selber schauen. Ja, wieder. Ach nee, ich hab vergessen, die Solo-Mission zu starten. Oh Mann. Gibt's da nicht. Dann geh noch mal raus gleich. Die ganze Zeit labern, hätte ich schon nichts machen können. Ja.
auch noch Spee gewählt. Oh Mann, jetzt läuft hier mal richtig schief. Solo, schick nochmal bitte. So, wieder da. Da ist er wieder. Ja. Hast du es geholt? Das Spiel. Was für Spiel? Das hier. Nee, noch nicht. Jetzt ist schon die Erweiterung, die ihr da drin habt? Nee, die Erweiterung kommt erst am 8.10. Das ist mit der Wirtschaftszeige, mit Handel und Berg. Nee. Doch, da gibt es irgendeine Erweiterung zur Planung, dass du nur noch auch komplett anders spielen kannst, also nur handeln oder so. Oh, okay. Und Wirtschaft und sowas machen kann. Geilo, das ist ja cool. Deswegen habe ich gefragt, ob es schon die Erweiterung ist, die da kommt, ob es innerhalb dieser Erweiterung ist. Nee, die Erweiterung, die das, was jetzt kommt, ist, da hast du, baust du im Prinzip, musst du eine Pipeline bauen, quer durch die Map, wo du dann flüssigen Rohstoff zu einem gewissen Punkt leiten musst, den du an einem Punkt abbaust, musst die Pipelines bauen und musst dann einen anderen Punkt versorgen. Und es kommt dazu solche Begleitmissionen, sprich es landet ein großes Raumfahrzeug irgendwo im Level. Das buddelst du dann aus und dann gräbt er sich auch durch das Level zu einem gewissen Punkt und du musst den begleiten mit... Jetzt habe ich wieder die falsche Klasse, ich fasse es nicht, ey. Jetzt lass es aber kurz. Ach, das komische Vieh. Ich hab's noch nie geschafft, das zu töten. Ja, es ist schon weg. Du hast es da rausgelassen, was ich. Wann hast du mal diese 7 Days to Die gespielt? Was hab ich? 7 Days to Die. Nee. Ich bin nicht so der Zombie-Spielfreund. Ja, da geht's auch in dem Zombie, da geht's auch um Überleben, um Anbauen, Material kreieren, einlagern, Festung bauen. Ah, okay. Ja, logisch. Das Spiel kenne ich, glaube den ersten Teil habe ich gespielt, meine ich. Also der erste Teil ist ein anderer. Ich bin genau an der Pflanze. Okay. Och, ein Schuss hat gefehlt. Schade. Ich will keine Muni mehr. Haben. Nice. Puh. Ich hab genau hinter der Pflanze gestanden. Ja, das hört sich ja geil an mit Wirtschaftssystemen. Und das zweite war, die zweite Mission war, dass du im Prinzip so ein riesen Raupe oder ein riesen Bohrer, der halt größer ist, also im Prinzip ein fahrbarer Bohrer, den musst du dann durch das Level begleiten. Das wird dann so ähnlich sein wie bei
Fortnite, wo die auch solche Missionen, wenn du diesen Save the World Part kennst, da war das ja so ähnlich, da musstest du Gleise bauen für einen Raketenkopf und so ein Kram, genauso wird es da sein. Achso, Wolle war dir oben, also die Mule war dir oben? Mhm. Bin aber fertig. So. Bist fertig, okay. Hier ist auch so ein Ding, ne? Aber ich glaube, das ist, so wie das aussieht, ist das bestimmt. Laser. Kommst du, warte mal, kommst du hier runter oder soll ich zu dir hochkommen? Also ich hab jetzt gerade nieder, bin jetzt an einem Ei. Ja, weil ich hab keine Muni. Wenn du jetzt ein Ei holst, dann ist schlecht, weil ich hab echt nichts mehr. Die Schlange hat, die Schlange. Die Pflanze hat echt alles, Oder hast du das schon geholt? Nee. So, guck ich mal, wo du bist. Ach, du bist da oben. Ja, da wo oben war auch die Pflanze. Ich bin nicht so viel weiter gegangen. Ja, ich hab ein Seil gespannt. Oh nein, nicht. Na egal. Ach, du hast die Splitter noch gar nicht aufgehoben. Oh. Ah, die Splitter habe ich vergessen, siehst du? Gut, dass du sagst, da hätte ich jetzt schon wieder nicht mehr dran gedacht. Wo waren das? Ja, da. Die musst du an eine Mole abgeben, ne? Okay, ja. Weil unten den einen habe ich schon. Ich muss, holen, sonst wird das nicht nix. Nämlich drei Splitter lässt dir mal fallen. Passt eigentlich so gar nicht zu dem Spiel mit Handelssystem. Da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht mit den Rohstoffen, die du da immer sammelst. Ja, irgendwie so. Mal gespannt, wie sie es umsetzen. Wie gesagt, das Spiel unterscheidet sich jetzt schon maßgeblich von dem, wie es vorher war. Das ist das Ei, das könnte ich ja eigentlich gucken, ob ich das nicht holen kann. Das eine Ei hier. Buddelchen doch. Ich mach mich gerade zu, sehr gut. Aber eigentlich ist es schon eine Frechheit, dass sie vom Kunden verlangen, sich darum zu kümmern. Weil wenn du beim Netzbetreiber eine Störung meldest und die können nicht vom Kunden verlangen, dass er sich mit der Bundesnetzagentur in Verbindung setzt, dann wird ja jeder Hannebämbel bei der Bundesnetzagentur irgendwie eine Beschwerde einreichen, wenn er den Verdacht hat, dass jemand, also das
kann das irgendwie nicht so rekonstruieren. Macht für mich irgendwie wenig Sinn, das Ganze. Das ist das vierte. Swarm! Repeat, Swarm! Das andere bin ich jetzt auch dran. Ich hab das Ei. Was haben die hier gemacht? Die haben meinen Weg kaputt gemacht. Wenn du sie abgegeben hast. Ich. Ja, sag dir dann Bescheid, wenn ich die. Wenn hier mal fertig sind. Ich hier zugreifen. Keep fighting, Team. You're almost through the wave. Warum geht's denn nicht zur Ralle? Der hat bestimmt mehr Platz, um euch zu killen, als ich. Ja, aber der Ralle ist gleich tot. Oh. Ah, toll. Das ist doch nicht wahr. Bitte lass es jetzt gewesen sein. Scheint ruhig zu sein, ne? Kann das sein? Kannst du rufen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab nämlich keine Muni mehr. Ich hab den jetzt
2000 Schuss reingedrückt. Ich habe keine Heals mehr. Dann rufen wir nochmal am besten. Dafür sind wir jetzt zu weit auseinander. Warte mal, wo bist denn du? Ja, geht, ne? Ne. Ach, da oben, ja, ich kann ja zu dir kommen. Das ist ja kein Ding. Was? Ich lösche gar nichts. Da hinten ist der Löcher. Ich mach da null, Pauline. Na, dann ruf sie lieber zurück. Guck mal, wie weit du weg bist. Ah ne, ja. Das ist die Mule da unten. Die Mule ist da unten. Ich bin genau, du bist genau unter mir. Unter mir bist du. Ja, da sind wir. Da sind wir doch wieder. Mal schnell an, damit die wieder. Oder? Also, Benes, über Zeug packen müssen wir in die Arbeit, gell? Gibt dir nix. Du musst auf die Arbeit. Alles klar, schon. Heute habe ich Pool abgeräumt, den ganzen Tag in der Mitte. Okay. Weil da gut beschäftigt. Es hängt in der Garage, muss er trocknen. Ah ja. Ja, und es wird ja nicht wärmer, ne? Es wird jetzt als die Nächte werden kürzer. Ja, am Montag haben wir 0 Grad gehabt. Ne? Wir dachten, okay, wenn das jetzt noch ein paar Mal so kalt ist, irgendwann friert er mehr ein. Oder wird es Plastik so hart, dass du nicht mehr falten kannst. Ja. Drücken wir mal, ne? Ja. Also dann, ciao, ciao. Alles gleich in Folge. Bis dann, servus. Weh am Arsch der Welt, ne? Ich drehe sonst. Okay. Ne, geilo. Ja. Besser geht's doch gar nicht. Das nenne ich mal anständig. Aber komisch, dass es heute nicht mehr klappt mit dem Spielbeitreten, verstehe ich nicht. Ja, das ist komisch, ne? Aber das kann ja auch manchmal von Microsoft irgendwie sowas sein, ne? Boah, 8000, das ist ja nicht schlecht. Ach, die Splitter waren das nochmal, ja, 2,5. Nice. Salbenfeuerwaffen Lizenz bekommen. Krasser Typ. Ja, ne? Du traust dich was? Läuft jetzt. Läuft ja. Jetzt.
Fenster. Wo neu dazukommen. Jetzt sehe ich gerade, dass ich gar nicht mehr so krass viel habe. Kommen dann garantiert auch neue Erfolge dazu. Wir hatten doch eben irgendwas gefunden. Kosmetik, oder? Bohrer. Wir hatten doch was Geheimes gefunden. Was war das denn? So. Ich sehe das gar nicht. Ach, das hab ich. So. Achso, siehst du, ich wollte auch. Du hast ja gesagt, ich habe ja diese neue Farbe gekriegt. Was hast du? Du hast ja gesagt, ich hätte ja dieses, befleckt. Markierung. Genau. Kupferkäfer. Ah, bespritzt, ja, dieses bespritzt, das habe ich für, das ist für den Speer. Okay. Beitreten, ach, oder nee, geht ja nicht, ne? Richtig. And objectives to fulfill. Let's get her done, lads.
Was hat du mir auf dem Kopf landest? Hä? Hey, das ist der Lauf im Kreis. Okay. Ja, da müssen wir da vorne hin. Noch. Anyone needs ammo? There's nitro here. Who let the locks out? Who? Jetzt war er essen, jetzt geht wieder sein Mick nicht, jetzt muss er alles erst wieder neu einstellen. Was willst du, Fettsack? Ah, Mann, du. Guck mal, Schnäpsi hat er auch schnell getrunken zum Verdauen. Zum Verdauen. Du hast noch was an den Ohren. Kommt von dem ganzen süßen Zeug. Der hat doch garantiert schon wieder an der Schnapsflasche geschnuggelt, schnell. Ne. Erzähl nix. Ich hör's doch piepsen. Piepsen? Piepst im Kopf. Ja. Hoffentlich ist es kein Roboter. Nee. Das. Da ist es doch. Coordinates transferred to the terrain scanner. Let's locate the rest of the equipment. Okay, ist hinten bei der Kapsel, ne? Ne, wir sind ja. Ne, die Kapsel ist ja noch vor uns. Viel getötet. Ey.
Oh. Wow. Ist das ein Unterdrücker? Ja, ein Unterdrücker. Aus Süden. Noch grüne Kugeln. Ach, wie nah. Macht da mal einer Licht bei euch, dann ist ja so dunkel. Ich hab Nachtsichtbrille auf bei meinem Char. Ganz der Masse. Die andere ist auch schon? Ja, okay. Nee. Ja, Schweini, bis du da ausgeschlafen hast. Ja, dem Dicken geht es so gut. Die letzten Tage sein Nudelsalat und heute das ganze Süße nicht bekommen. Ja. Nudelzuckerschock. Sag ja, wenn das nicht so gut. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Die Arbeit sind wir mal nicht, aber da muss sich ja lohnen. Da muss ja schon eine große Kostüme machen. Also 500 Gramm Nudeln müssen sein. Alles andere. Ja, Karl, was willst du denn noch drunter machen? Also. Und ich meine, es ist ja nicht schlimm. Es ist ja eine vollwertige Mahlzeit. Da ist ja alles drin. Nudeln, also Beilage, Gemüse, Fleisch, ist in meinem Fall Hähnchen, also Geflügel, es ist ja alles drin. Normalerweise schon sinnvoller, wenn das irgendwo dazu ist. Jetzt ein Brotwurst machen oder irgendwas, aber bei so einer großen Menge geht das als für mich als volle Mahlzeit durch, locker. Ist halt so, wenn du allein bist, ich koche mir ja keine 250 Gramm Nudeln, hallo, also da lohnt sich ja gar nicht den Aufwand zu machen. Er braucht die Spülmaschine länger, als das Ganze machen. Ja, ist so. Hast du abgeliefert schon? Ja. Kann ich hier rufen? Zwei grüne Joddinger da. Ich habe, glaube ich, schon drei oder vier von den grünen abgegeben. Irre. Ja, hast du schon? Ah, okay. Ja, ich wollte schon sagen, weil da waren so viele. Ich hatte da hinten gesehen. Hör mal, wir sind dem zu langsam. Ralle muss halt immer volle Pulle gehen. Also da gibt es keine Pulle. Nee, das, so war das jetzt nicht gemeint. Ich meine, dass so merkwürdigerweise so viele in dem Level hier sind. An jeder Wand war jetzt ein so ein grünes Ding. Normalerweise siehst du eins pro Halle. Und hier haben jetzt auf engstem Raum drei, vier. Fünf Stück gehangen, ich weiß nicht, wie viele Menschen abgegeben haben. Das sehe ich jetzt nicht, weil dein Perventschall drüber steht. Sieht man doch irgendwo, oder? Da. Ja, oben in der Ecke, aber. Nee, rechts, wenn man abgibt, blendet es kurz ein, wie viel schon abgegeben wurde. Muss jetzt überlegen, wie sie heißen. Gersten,
Gerstenkorn? Ne, Gerstenkorn ist die Pflanze. Jod, irgendwie war das doch. Es geht so schnell wieder weg. Ja, das 39. Ja, das, genau. War das viel. Ah, da ist ja die Kiste. Ah, da unten ist der Raum. Jo, stimmt. Da ist der Raum. Ach so, wir hatten ja das Ding gefunden, genau. Das wollte ich ja sagen. Ja, ich bin jetzt quasi runter. Rüber. Ist ja schon wieder so ein Dick. Der ist genau unter uns. Ich hab ihn. Ich hab's. Na toll, weißt du, ich hab's und wer ist da schon drin? Hallo Mullis. Wir hatten eben eine Pflanze, zu der ich sensationell oben runtergefallen bin, habe genau an dem Pott gestanden, an dem Mittelpott und an den drei Armen. Und haben sie tatsächlich weggerotzt. Ja. Du dir oben die drei Arme, ich unten die vier oder drei, vier. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie viel das gab. Das hätte mich ja mal interessiert. Aber ich vergesse es jedes Mal, diese Splitter mitzunehmen. Wir haben 2.500 EPs dafür gekriegt und dasselbe fast an Geld. Oh, okay, das ist natürlich fett. Ja.
es lohnt sich schon, den mitzunehmen. Unterdrücker. Das ist echt ein bisschen zu wenig. Ja, voll läppisch, ne? Ja. Weißt du, wenn es am schwierigsten ist, wenn, wenn so ein Gerät in der Bodenspalte ist mit Lava und so, da kommen en masse. Das ist echt ein bisschen läppisch. Das würden ja die Geschütze alleine schaffen. Ja. Unterdrücker auf Westen. Das war jetzt easy peasy. Ja.
Ja, jetzt 126. Yo, Blackie, was geht? Was kann ich denn mit dem leeren Matrix-Kern machen? Kann ich da jetzt was ausruhen, was ich machen möchte, oder? Nee, das sind die, die du einsetzt für die, bei diesen Geschützen und dem Steinding und so weiter, bei diesen... oder brauchst du die bei der Schmiede? Ich weiß gar nicht genau. Bei der Schmiede brauchst du, glaube ich, Matrix-Kerne. Yo, Tabel, was geht? Lachs war in der Beförderungsmission. Ach, keine Lust. Ich stell dich mal nicht so an. Alles gut. Ich hab noch meine, ich muss die Brille setzen, was? Ich hab moin meinen Technikertermin. Geilo. Und bei mir, er leidet zweite, sieht aber wenig Chancen, weil eine Einstreuung von 0,0%, 0,03% auf dem Knotenpunkt war und sagte auch wahrscheinlich wird zu enden, dass ich die Bundesnetzagentur informieren muss. Schon geil, ne? Er sagte auch, das wird eine Fremdeinstreuung sein durch einen Störenfried und ich suche mir heute Abend oder morgen mal die... die E-Mail von der Bundesnetzagentur raus und schreibt denen mal eine schöne Mail. Aber durch ein Handy oder was ist das? Oder macht nee, das vom, das, du musst dir das vorstellen, wie wenn jemand eine Büroklammer in eine Steckdose tut. Oder zwischen den Außen- und den Innenleiter vom Antennenkabel. Ich habe ja einen Kabelanschluss. Und dann störst du damit nur dann, nicht nur deinen eigenen Anschluss, sondern du störst den kompletten Strang, der mit dranhängt. Das heißt, du kannst dann mit, das kann auch ein kaputtes Endgerät sein, ja? Mhm. Damit störst du im Prinzip alle tausende Leute, die mit an dem Knotenpunkt hängen. Nur kriegen es die wenigsten mit, weil die wenigsten streamen. Mhm. Weißt du? Ein Bruchteil aller Leute weiß doch überhaupt, wie viel Upload-Geschwindigkeit denen normalerweise zusteht. Das ist das Problem. Die laden ihr Pornochen runter oder ihr Filmchen, gucken das und sind zufrieden, wenn sie die Geschwindigkeit, die sie laut Vertrag haben, ja, größtenteils erreichen. Was deren Upload macht, interessiert die zum einen nicht und B, kriegen sie überhaupt nicht mit. Wenn es dann jetzt so ist, und das passiert dir, wenn du zum Beispiel hingehst und machst eine kleine Litze von deinem Außenleiter auf den Innenleiter, dann hast du dann Kurzschluss und dann ist dein Fernsehbild kaputt. Die Fernsehleitung, die war ja nie dafür ausgelegt, dass auch Internet darüber transportiert wird. Das siehst du daran, dass für den Download zum Beispiel 36 Kanäle zur Verfügung stehen, für den Upload jedoch nur 4 Kanäle. Wenn du jetzt eine Störung von 0,03% auf einem der 4 Kanäle hast, ist das minimal. Diese Kabel waren ja nie technisch dafür ausgelegt oder die Verteiler. Das entsteht ja jetzt erst alles, dass auch so viel Upload darüber geht. Deswegen müssten ja die ganzen Knotenpunkte ausgebaut werden, wo auf einmal Corona kam mit dem Homeoffice und so weiter. Da waren die ganzen Dinge hoffnungslos überfordert, weil sie gar nicht
vorher so viel Kontingent hatten, weißt du? Richtig. Da ist nicht nur das, da kam dann auch mit deren eigenen Gigabit-Angebot. Und trotzdem müssen sie Techniker rausschicken, um zu prüfen. Eben nicht, Tabel, das hat er mir gesagt. Die haben eine Kulanzgrenze, die haben eine Grenze und bei 0,03% Einstreuung und Tausenden, die hier jetzt in meinem Bereich draufhängen und kein anderer hat die Störung gemeldet, außer ich. Ich bin der Einzige, der immer die Störung meldet, weil ich der Einzige hier anscheinend bin in dem ganzen Dorf, Viertel, der streamt und seinen Upload so nutzt. Die ganzen anderen Hannebämbel, die streamen nicht oder kriegen es halt nicht mit. Das heißt, bei 0,03, die sind erst ab 1% oder so, schicken die einen Techniker raus. Die müssen sie nämlich mal gerade gar nichts. Das hat er auch direkt gesagt. Er hat gesagt, er leitet so weiter, hat ja auch die Screenshots zu meinen Speedtests und so weiter. Aber sein Techniker wird das wahrscheinlich sein Vorgesetzter wird wahrscheinlich dann sagen, nö. Das ist zu wenig. Vier oder fünf Kanäle. Ich habe 5 Kanäle upstream. 4 oder 5 ist ja der eine. Frequenz 37 ist 2. Macht am Ende vom Tag keinen Unterschied. Es ging jetzt nur darum, das kurz anzureisen, wie die Verhältnismäßigkeit zwischen Up und Download ist, was? Ich kenne das, bis noch eine auf die Idee kam. Ja. Das Ding ist, ich müsste jetzt jedes Mal, wenn ich die Störung habe, zu meinen Nachbarn rüber schellen und sagen, ruft jetzt auch an. Genau, weil ich bin jetzt, das hat er mir auch erklärt, Habel, der hat gesagt, sie haben so einen ähnlichen Fall, deswegen wusste er so genau Bescheid. Er hat mir auch geholfen, die E-Mail zu formulieren, die ich an die Beschwerdestelle von Vodafone geschickt habe. Er hat gesagt, die hatten so einen ähnlichen Fall, auch ein Streamer, der allerdings Businesskunde ist. Und bei dem war das genau dasselbe. Da hat er gesagt, es kann sein, dass es bis zu einem Jahr sich so hinzieht, bis noch was passiert. Die hatten einen Streamer, der genau das gleiche Problem hatte. Der ist bei denen flagged worden. Sprich, der ist bei denen auf die rote Liste gewandert. Und jedes Mal, wenn er eine Störung gemeldet hat oder das zweite Mal, ist sie direkt zugemacht worden, das Ticket. Haben sie gar nicht mehr bearbeitet. Haben gesagt, ach, die Nervensäge, bloß weg. Ja, genau nach dem Prinzip. Das ist der wieder, habe ich gesagt, das ist das, was ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf habe, was mir wahrscheinlich auch irgendwann passiert, dass ich fleckt werde. Das heißt, guck mal, das Arschloch ruft schon wieder an, geht gar nicht drauf ein, so ungefähr. Weil lieber dann einen Kunde verlieren, statt dich darum zu kümmern. Das ist schon traurig, alles, wie das gehandhabt wird. Ja, du hast doch keine Konkurrenz mehr. Vodafone ist alleine. Es gibt ja nichts. Du, ich auch nicht, Tabel. Wenn ich habe die sogar dann richtig beschimpft und so weiter, weil mein Festnetz ausgefallen war und ich konnte noch nicht mal übers Festnetz anrufen, musste über Mobil gehen und dann habe ich jedes Mal dann Kosten gehabt dadurch. Die habe ich mir dann erstatten lassen, weil sie gesagt haben, es kann doch gar nicht sein, wir haben doch eine Nummer für die Kunden. Habe ich gesagt, ja, nur ist leider so, wenn man übers Phonic-Netz anruft, interessiert es die Nummer einen Scheißdreck, ob man bei Vodafone Kunde ist oder nicht. Man ruft ja aus einem anderen Mobilnetz an. Ich rufe da im Tagesrhythmus, die Jungs hier im Stream kriegen das ja alles mit. Ich habe ja Zeiten, da muss ich jeden Tag da anrufen, jeden verschissenen Tag. Und ich habe da auch keine Hemmung, ich mache das wieder aufs Neue. Ich habe da Zeiten gehabt, da hatte ich bis zu 10 Tickets auf einem Vorgang hängen, weil ich mehrfach am Tag angerufen habe. Du hast halt jedes Mal einen neuen Mitarbeiter dran. Der kümmert sich, liest sich vielleicht nicht ein und macht dann wieder ein Ticket auf. Das heißt, wenn du 3-mal am Tag anrufst, hast 3 verschiedene für einen Vorgang am Tag, dann hast du an einem Tag 3 Tickets für eine und dieselbe Störung. Ups. Das ist ja noch die ganzen Notrufe. Das ist ja noch. Johanita, auf alle Befestigungen.
Vor allen Dingen die Frechheit zu sagen, das habe ich auch gesagt. Der hat gesagt, rufen Sie doch die Beschwerdestelle an und Kram. Habe ich gesagt, Sie glauben gar nicht, wie die Beschwerdestelle drauf ist. Die legen auf. Die legen einfach auf. Du erklärst denen den Fall und dann legen sie mitten im Gespräch auf. Oder ich hatte dann, ja, warten Sie, ich verbinde Sie weiter, obwohl es eigentlich ganz klar ist, was ich halt weiß, die können gar nicht weiter verbinden von der Beschwerdestelle aus rüber. Und dann sagt er, im Moment, ich verbinde Sie weiter, besetzt, hat er einfach aufgelegt. Denkst du, wie oft mir das schon passiert ist? Ich mache das immer auf Twitter und Facebook, aber dann richtig, keine Ahnung. Dann reagieren die, ne? Nee, auf Facebook reagieren sie genauso wenig. Auf Facebook sagen sie, wir schicken sie weiter auf die Vodafone Community-Seite. Da können sie es unserem automatischen Tobi melden und der Tobi leitet sie dann weiter an einen Mitarbeiter. Ich habe das schon gemacht, wenn man habe ich den auch schon gesagt. Ich habe einen Notruf hier zu Hause hängen, einen SOS-Notruf. Wenn mir das scheiß Internet ausfällt und mein Telefon weg ist, kann ich keinen Notruf drücken. Glauben Sie doch wohl, aber wenn ich wegen Ihnen sterbe, dann meine Kinder Ihnen den Arsch abreißen. Auf Twitter habe ich es ehrlich gesagt noch nicht probiert. Das werde ich das nächste Mal machen. Immer schön Screenshots hin. Screenshots und dann auch immer direkt androhen. So, das geht an die Presse und das geht auch sofort an die Bundesnetzagentur. Dann werden die nämlich schnell. Vor allem kannst du denen ja auch drohen. Das ist ja nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter im Callcenter und wie viel Uhr gerade an der Leitung dran wohl gearbeitet hat. Und das mache ich. Das habe ich mir mittlerweile so angewöhnt, wenn ich merke, dass sich einer schon anfängt, im Ton zu vergreifen, sage ich schon direkt, wie war nochmal Ihr Name? Ich brauche das für die Dokumentation, falls ich unser Gespräch nachher melden muss. Dann werden sie schon meistens, schlagen sie schon einen anderen Ton an. Und wenn das gar nicht mehr hilft, dann habe ich früher auch von vornherein die Gespräche aufgenommen. Die werden ja Autos, das ist ja so, dass das automatisch aufgezeichnet wird. Das sagst du ja am Anfang der Störung, sagst du ja, möchten Sie, dass Ihr Gespräch aufgezeichnet wird, ja oder nein. Ja, nur auch, dass danach die Bewertung, wenn du am Tag 5-mal bei der Störungsstelle anrufst und du sagst jedes Mal, du willst das Gespräch bewerten, das mache ich schon gar nicht mehr, weil dann gehen die dir auf den Sack und das Telefon klingelt den ganzen Abend, weil sie mit ihren verschissenen Bewertungen da ankommen. Was ist das denn hier jetzt gerade mit dem Level los, ey? Ich habe hier nur Wände. Ja, Halle. Ich habe hier Pixel. Jetzt geht's hier aber auch. So, Kinder, okay, das ist jetzt schon halb neun durch. Die Bewertung ist nervig, ne? Ich bin mal raus. Alles klärchen, Alex. Schlaf schön. Bis morgen, servus. Der hat ein Leben gegessen, zack, pennen. Aufzeichnen lassen tue ich es auch, Tabel. Das sage ich immer am Anfang, ja. Aber die Bewertung, da können Sie mich aber mal schön am Arsch lecken. Die Bewertung. Dann klingelt das Telefon so lange, bis du dran gehst, abends und Kram. Die rufen dann zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten noch an, weil sie diese verschissene Bewertung haben wollen. Gerade mal voll machen. So. Warte erstmal. Ne? Okay, dann geht's los. Aber das mache ich, glaube ich, morgen mal. Das ist gar keine schlechte Idee. Mal einen Tweet dazu raushauen und direkt die Bundesnetzagentur, die hat bestimmt einen Twitter-Account, die direkt mit taggen. Das ist gar keine schlechte Idee. Departing in T-minus 5.
die Frechheit, die die da an den Tag legen. Hast du die Kosten am Bein hängen, weil du nicht über das Festnetz telefonieren kannst und dann wirst du noch glatt ins Gesicht gelogen, wir können sie nicht zurückrufen. Wenn ich von mir zu Hause aus anrufe über Handy oder über Mobil, sage ich grundsätzlich, guten Tag, mein Name ist XYZ, ich habe eine Störung zu melden, bitte rufen Sie mich zurück. Nee, das geht nicht. Okay, wie ist Ihr Name? Dann muss ich Sie leider melden, wegen Unwill, weil Sie nicht mitarbeiten wollen oder dass Sie mich hier anlügen. Ja, Moment, ich rufe Sie zurück. Den Breitbandtest, ich mache sowieso, du meinst über Okia, den mache ich sowieso, ich mache immer beide Tests. Oder ist das noch ein anderer? Muss ich mir nachher gleich mal raussuchen. Ich mache sowieso immer den Speedtest von der Okia, von der Agentur selbst, okay. Guck ich nachher direkt mal, wo der ist. Und bookmark mir den. Weil die Zeiten, wo ich da jetzt mit einem lächelnden Auge oder noch mit bisschen musste downloaden, okay. Halb neun ist es schon, dann mache ich jetzt auch langsam mal Schluss. Wahnsinn. Die Zeit immer raus. Zeit geht rum, ja. Und der halbe Tag nicht streamen können wegen der Scheiße. Ist alles um meine Watchtime abgegangen. Mann. Echt, ein halber Tag war das jetzt wieder? Wann hat es angefangen? Eins, zwei oder wann hat die Probleme angefangen? Da war's, der Kabel so, war da, glaube ich, erstmal da. Um die Uhrzeit, ja. Erstens, ne, ja. Ich hatte, gestern hat es angefangen um zwei und dann hatte ich heute Morgen zwei, drei Stunden gestreamt und dann war Ende Gelände. Und dann ging es ja erst, weiß gar nicht, wie lange wir jetzt online sind, müsste ich auf Twitch, glaube ich, sehen. 3:40 sind wir jetzt online. Also siehst du, war um 5:06 ging es ja erst. Wieder. Vor allem die Nerven gibt mir keiner wieder. Die Nerven, die da weg sind, das gibt mir keiner. Ja, das stimmt. Na gut, Schweini. Na gut. Dir noch einen schönen Abend gewünscht. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Bis morgen. Bis morgen. Und euch, lieber Stream. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Morgen ist auch noch ein Tag. Oh ja, geilo. Breitbandmessung. Das ist der von der Netzagentur, oder was? Desktop-Up-Download. Kann man aber auch im Browser machen. Langt da nicht an den Screenshot? Oder muss man das... Ja, langt doch dann eigentlich ein Screenshot, oder? Ah, sogar mit Postleitzahl, guck mir das egal. Haben sie noch Unity Media und Vodafone drin? Ja, eigentlich bin ich ja Unity Media.
schaue ich mir nachher jetzt gleich mal in Ruhe an. Alles Klärchen, ihr Lieben. Einen schönen Abend gewünscht. Wir hören, sehen uns morgen in alter Frische. Gerade mal den Bookmarken. Speedtest. Zack. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Nachti!